Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, an diesem doch sehr, sehr warmen Montagabend. Glücklich ist, wer in Bayern wohnt. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern aussieht, denn morgen ist bei uns Feiertag. Wir werden trotzdem nicht so lang machen, glaube ich, heute. Denn wir bauen heute das hier, und zwar den Garten der Stille. Ein neues Icon-Set von Lego erschien jetzt zum 1. August und gab es schon relativ schnell und zügig bei Alternate im Angebot. Ein paar 60 Euro, ich glaube 67 waren es, direkt mal zugeschlagen. Zum einen wegen des Sets selber, weil es sieht mich ganz gut aus. Zum anderen, weil es wird ein guter Teilespender sein, werden wir sehen. Es sind nämlich ein paar neue Teile drin, ein paar Recolors, die ganz interessant sind. Da können wir uns auch wieder die Seite von New Elementary anschauen. Es wird wunderbar. Man schwitzt und dabei habe ich noch nicht mal meinen Streaming-Pullover an. Der hat sowieso hier nur über Löcher gehabt, war sowieso schon durch das Ding. Ja, kostet 104,99 € bei Lego regulär, ist ein Teilepreis von 7,7 € oder sowas. Hat über 1300 Teile, 1363, um genau zu sein. Das werden wir heute nicht schaffen. Wir werden wahrscheinlich ungefähr so die Hälfte bauen. Und dann schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall ein Set, was so ein bisschen natürlich so in die Botanical Collection Richtung geht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, das ist auch so ein Set, was man jemandem schenken kann, der jetzt nicht unbedingt ein Lego-Nerd ist, so wie wir zum Beispiel, und zum ersten Mal Lego baut. Ja, weil das ist unverfänglich, das kann man sich ins Büro stellen oder irgendwo in die Wohnung und es sieht einfach ganz nett aus. Die Szenerie ist so ein klassischer Zen-Garten aus der japanischen Kultur und das oder der Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich das hier, das ist nämlich das Teehaus für die Teezeremonien und außenrum ist halt so ein bisschen Gerümpel. Ein Koi-Karpfenteich, wie wir sehen werden. Da können wir uns nämlich auch nochmal die Fliesen anschauen. Bäume und so ein bisschen, das erinnert so ein bisschen an den Bonsai-Tree. Es steht in einer Schüssel. Kann man natürlich auch theoretisch auf eine Baseplate einfach setzen und einfach an die Stadt reinklatschen. Ist ja so designmäßig vielleicht auch kompatibel zu dem Frühlingslaternenfest, dem Chinese New Year Set von 2019 war es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder 20. Wo wir ja auch schon den Koi-Karpfen-Teil hatten. So, Box ist schwarz, weil es ist Icons. Das heißt, es darf auch erst gebaut werden ab 18. Oh, das ist schweißtreibend hier. So, und dann sehen wir, was wir hier haben. Das sind die Sachen, die dann hier drauf platziert werden kann. Ich glaube, man kann das auch nach eigenem Gusto umsetzen, wie man möchte. Und hier sehen wir zum Beispiel auch diese neuen Elemente, die werden wir uns dann nochmal anschauen. Die kommen hier nochmal in der Ecke vor. Dann auch sehr, sehr spannend, eine Recolor. Die können wir schon mal vorwegnehmen. Die sehen wir hier. Und zwar, das ist dieses Konstrukt, Technikachsendurchgang und links und rechts für eine Bar zum Reinstecken ein Loch. Das gab es bisher nur in Schwarz. Also hauptsächlich in Schwarz und wurde auch in Schwarz in reddish-brown Bäumen verbaut. Ja, zum Beispiel Bruchtal oder A-Frame-Hütte. Und jetzt ist dieses Teil auch in reddish-brown da. Und das wird auf jeden Fall eine Upgrade-Variante sein, wenn man sein Bruchtal ein bisschen schöner machen möchte. Gut, bevor wir hier total verfließen, erstmal einen Schluck eiskalte Spezi trinken. Es war hier auch relativ angenehm, bis hier das Licht und sowas anging und der Ventilator aus. Dann ging es bergab und jetzt schwitzt man wie ein Schwein. So, Box einmal zur Seite. Wir haben ein Anleitungsbüchlein, weißes Cover ohne die Bausteine, also für Erwachsene. Das ist ja eigentlich so das Hauptunterscheidungsmerkmal. Dann Hinweis auf VIP, kommt sehr treffend, denn heute gab es ja die ersten Ankündigungen zu Lego Insights, also das Nachfolgeprogramm von Lego VIP oder vielleicht auch einfach nur ein Rebranding, wir werden sehen. Können wir mal reinschauen in das, was da schon an Informationen da ist. Und sehen hier so ein bisschen Marketing, blabla, created for mindful living, ja, Meditation. Ja, Zen-Garten geht ja auf den Zen-Buddhismus zurück, der seinen Schwerpunkt in der Meditation hat. Und ja, bisschen Designer, Lifestyle-Fotos, kannst ein bisschen rumpflanzen, also die Bäume halt ein bisschen unterschiedlich anordnen. Macht nicht so viel Dreck, als wenn du dann so ein echtes Bonsai-Bäumchen irgendwie hast. Teile trennen und dann das hier. Also 1 bis 2 ist die Hütte, dann kommt 3 bis 9. Das wird wahrscheinlich ein, ja,
Schlachtfest der kleinen Teile werden, der komplette Unterbau und dann 10 und 11 sind dann noch die Bäume. Gut. Oh, Tommy, ich will gerne mit dir tauschen. 22 Grad, das ist auf jeden Fall angenehmer. So, wir haben 11 Tüten, das ist Nummer 11, das werden wir heute nicht schaffen. Die Bauschritte sind relativ klein, auf den ersten Blick. Aber wir haben auch noch eine große Tüte mit Plates. Ja, hier die großen 16x16 in Light Blue Gray. Dann nochmal 16x8 und nochmal 5x12 müsste es sein. So. Das ist 10, das brauchen wir auch nicht. Das ist 6, wo ist die 9? Das ist 8, 7, 9, 8, 8, 8, 8, 8. Ne, 7 hatten wir schon. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wunderbar. So, aber dann grüßen wir doch erstmal alle, die im Chat sind. Werden wir hier so ein bisschen uns einzugrooven versuchen. Also einen schönen guten Abend, Red Groko, Tommy Weber mit seinen coolen 22 Grad. Infobricks, der die 71460 baut, Schneider Marianne, Abt, der gestern noch auf Irrwegen aus dem Legoland zurück war nach Österreich, weil irgendwas wieder mit der Bahnstrecke war. Philipp Breuer, Patrick W., Reinbrick, Dennis 4x4, Theta Sigma, Mamas Bricks. Immer wenn ich den Namen lese, denke ich, oh, ich muss mal diese E-Mail endlich beantworten. Ist keine Bösartigkeit, nur Chaos. Cool Bricks, also Ferdinand, der hat dieses Set mir schon gebaut und der hatte nämlich so ein paar Horror-Sachen. Deswegen war das auch im Beschreibungstext schon mal angeteasert. Wir werden gespannt sein, ob es in diesem Set auch so ist. Und dann werden wir uns kollektiv ein bisschen aufregen. Ja, also wir machen nicht Empörungsgabi, aber sollte sich das hier genauso zeigen, dann darf man das mal ein bisschen auf den Punkt bringen. Markus Paganizzo, gute Besserung, habt noch nicht geschrieben. Kuschelfuchs, Anis Brickcave, Paganizzo, Raphael Syndicate, Clemming, Handy ausmachen wäre ganz gut. Marganati, Karl und Karl König, Sophie und Frank, Michael Kurz, Dirk Rademacher. Ich grüße euch an diesem schönen Abend. So, Teile drin, Orange, kann zur Seite. Und ja, ich hatte mit Rick Kontakt aufgenommen, Rick von dem Stonewars.de Podcast, der so Klangschalen hat. Und das hätte ja gut gepasst, weil er wollte ja mal reinsneaken in den Stream, wenn er heute dabei gewesen wäre. Das hat leider aus gesundheitlichen Gründen nicht geklappt. Deswegen alles Gute, Rick, falls du das hier doch irgendwie sehen solltest. Und mögest du bald wieder gesunden. So, Tüte Nummer 1. Tüte Nummer 1 ist unspektakulär, außer dass wir hier ja, viel Dark Orange haben. Dann diesen Teepot in Sand Green, der ist auch nicht neu. Dann haben wir hier einmal 1 Fliese in Leim. Das wird dann der Matcha-Tee sein, denn deswegen haben wir hier auch ein Rührbesen, das sehen wir dann wahrscheinlich gleich. Ich weiß nicht, wer im Tee-Game bewandert ist. Ich habe als Student mal im Teeladen gearbeitet, als Kaffeetrinker. Kurze Story, wie es dazu kam. Eine Freundin von mir meinte, die Tochter der Besitzerin wäre sehr hübsch. War sie aber nicht. Und die haben eine studentische Aushilfe gesucht und dann habe ich mich als absoluter Profi-Kaffeetrinker dort beworben. So eine Broschüre bestellt online über Tee und habe mich zum ersten Mal mit Tee beschäftigt. Ich trinke bis heute keinen Tee. Ja, das ist so die Randnotiz. Aber ich muss sagen, das war mit der coolste Job, den ich jemals hatte. Ja, die ganze Zeit mit alten Omis da Tee verticken. Ist ein cooles Business. Also erwartet jetzt nicht so viel trotzdem von den Teekenntnissen. Auf jeden Fall Matcha-Tee. Kennt man vielleicht, das war auch mal so ein bisschen hip, das zu trinken und irgendwie in Sojamilch und dergleichen aufzulösen. Ist ja so, sieht sehr giftgrün aus, ist einfach gemahlener grüner Tee. Und der wird halt im Gegensatz zu normalen Grüntee, man trinkt den Tee. Ne? Den zermahlenen Tee trinkt man mit, weil er einfach aufgelöst wird. Wohingegen ja ansonsten man ja den Teebeutel wieder rausnimmt. Und da gibt es nämlich auch so einen Besen, weil der wird dann im Rahmen so einer Zeremonie so richtig schaumig geschlagen. Ich weiß nicht, aus was die echten Besen gemacht sind. Sie sehen natürlich nicht aus wie ein Rührstab, sondern sind irgendwie so aus Bambus gemacht. Ja, und sieht so ein bisschen aus wie so ein alter Rasierschwamm, wer das vielleicht noch kennt.
Ja, und auf Live-Chat umschalten. Und Marlin, guten Abend. So, aber jetzt nicht nur hier vom Tee erzählen. So, also wir bauen uns hier erstmal die Grundlage. Das sind 4 12x12. Das ist also die Basis der Hütte. Und das Ganze wird jetzt halt befliest. Und Andy's Brick Cave sagt auch, ich glaube, das sehen wir in der nächsten Tüte, dass es so ein bisschen Farbprobleme bei dem Dark Brown gibt. Und unter anderem bei dem neuen Element. Und zumindest bei Ferdinand sah das so aus, als ob das Dark Brown von diesen Eckelementen eher so Reddish Brown wäre. Also so nicht nur ein bisschen daneben die Farbe, sondern so richtig daneben. Und das müsste ja jetzt nicht sein. So, erstmal hier die Hütte. Wir sehen auch hier so ganz leicht bei dem Dark Ten, ne, die 1x2 Jumper sind so ein Ticken dunkler. Das ist normal. Ja, und das kommt auch in den besten Familien vor. Und vor allem gibt es auch keinen Hersteller, zumindest kenne ich keinen, der nicht in irgendeiner Form mit Farbabweichungen zu kämpfen hätte. Was einfach daran liegt, dass Kunststoffe ja gemischt werden, also die Farben, und Kunststoffe sich halt auch unterschiedlich zusammensetzen, je nachdem, was es für ein Teil ist. Weil jedes Teil hat bauartbedingt vielleicht eine andere Anforderung an den Kunststoff. Das heißt, die Zusammensetzung kann sich so ein bisschen ändern. Manchmal merkt man, dass Teile so wirklich sehr, sehr flexibel sind. Da ist es offensichtlicher. Und da kann es schon mal zu Abweichungen kommen. Andere Firma, anderer Zulieferer. Aber es gibt halt so eine Toleranzgrenze, in dessen sich das so ein bisschen bewegen sollte. Und bei Red Kroko liegt die Katze auf dem Bautisch. Dann bau halt den Sinngarten einfach außen rum um die Katze. Du kannst nicht ins Internet, also, aber du bist ja gerade im Internet, wenn du hier zuschaust, Täter Sigma. Das Set kostet regulär 104,99 €. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt schon das erste gute Angebot von Alternate und das war ja noch nicht mal 10 Tage nach dem Release. Und bei 60 € wird ja der Teilepreis noch besser. Ja, wir haben 7,7 Cent normal. Dann mit, das waren glaube ich 35%, sowas um die Ecke, sind wir ja so bei 5 Cent irgendwann, Teilepreis. Und dann lohnt sich das Set auch zum Ausschlachten wahrscheinlich. So, Basisplatte. Ah, man könnte natürlich die digitale Anleitung irgendwo einblenden. Da ich aber zu kurzfristig zu Hause war, fällt das heute aus. Aber wir können ja die Anleitung auch gerne immer zu Rate ziehen, wenn sich das gebietet. So, jetzt kommen hier zwei von diesen 1x1 Fliesen, den halb abgerundeten dran. Das sollen wahrscheinlich einfach Schlappen sein, die da am Eingang stehen, weil in der Teestube herrscht Zucht und Ordnung. Ja, jetzt werden einfach mal 1x1 Bricks in Dark Orange gestapelt. Zusammenstecken, kurz auf den Tisch drücken und schon ist das Ganze gerade. Ha. Also Schneider-Marianne sagt auch irgendwie, also ich glaube, wir werden es in der nächsten Tüte sehen. Ich glaube, das ist die Tüte, wo das Dach komplett drin ist. Und dann bin ich mal gespannt, ob das, vielleicht ist es so ein First-Batch-Problem. Ja, also, und da ist natürlich die Frage, also das, was ich bei Ferdinand, was er auf den Bildern in Telegram-Chat gepostet hat, das will ich reklamieren. Also ich bin mal gespannt. So, Säulen gebaut. Dann kommt hier der Ninjago-Zaun. Ja, so nenne ich ihn immer. Der wurde, glaube ich, damals erstmalig mit Ninjago eingeführt. Und wird es hier einmal drumherum gepflastert. Ah, hier hinten fehlt noch die 2x2. Und vorne, weil es das Element gibt, es halt nur ein 1x4, kommen vorne einfach Fensterrahmen hin. So. Ja, kann man jetzt noch drehen, weil es nur auf einer Noppe bei dem Jumper sitzt. Aber das sieht schon mal gut aus.
Ja, also mal schauen. Also, weil es Reinprick sagt, wenn es nur die erste Charge ist, dann kann sich natürlich Warten auszahlen. Es kann aber auch sein, da bin ich mal gespannt, ob wir dieses Phänomen auch haben, weil wir werden diese großen Slopes haben. Und bei Ferdinand sah es so aus, als ob dann auch bei dem einen die Struktur, ja, so ein bisschen grisseliger ist und bei dem anderen eher glatt. Das könnte auch darauf hindeuten, dass sie vielleicht bei dem Teil zum Beispiel jetzt abseits der Farbe, wegen der Struktur, vielleicht einfach die Form auch ein bisschen modifiziert haben, weil ansonsten ist das auch ein bisschen merkwürdig. Wir sehen es gleich. Aber wahrscheinlich ist alles perfekt. Warte mal ab. Murphy's Law. So, ein Eckteil. Ist auf jeden Fall ein sehr kleinteiliges Set. So. Ja, und jetzt kommen ganz viele von den Nippelsteinchen, auch in Reddish Brown. Und die kommen aber verkehrt rum drauf. Wir haben mich durch die Fensterrahmen und die Zaunelemente, nämlich hohle Noppen. Und dann kann man die nämlich schön verkehrt rum draufsetzen. Na, gibt dann so ein bisschen Struktur. Also in der Vergangenheit war der Kundenservice ja bei solchen Geschichten ja immer sehr flexibel. Ich hatte es, glaube ich, bei der Corvette gesagt. Die Drucke bei dem Mustang waren ja teilweise auch nicht gerade. Und da haben sie den Leuten später ja auch nochmal komplett diesen Slopes mit dem Druck nochmal neu zugeschickt. Also da sind die relativ schmerzbefreit. Ob ich auch Lego verschenke, Pyroman 200? Ja, zum Beispiel an mein Patenkind ab und zu. Und wir haben schon ein paar Mal Verlosungen gemacht. Aber ansonsten verschenke ich normal viel Lego, würde ich sagen. Und an die Geschwister von meinem Patenkind. Ja, mit dem muss man sich ja auch solide halten. So, Tisch ist auch in Dark Orange. Und der bekommt jetzt ja, dieses Gefäßchen. Kommt das hier in die Mitte? Wahrscheinlich schon. Ja, das ist ja dieses Pearl Dark Grey. Und da kommen dann einfach zwei transparente, einmal ein Surround Plates rein. Das soll natürlich das warme, also das heiße Wasser sein, wahrscheinlich für den Tee. Obwohl das gar nicht so viel Sinn ergibt, denn wir haben ja noch eine Teekanne. Und Matcha-Tee wird mich eigentlich in der Teetasse angerührt. Also nicht so, wie man das ansonsten von dem klassischen Tee kennt. Dass man, wie gesagt, Beutel reinmacht und raus damit. Ja, dann dir auch gute Nacht, Pyroman. Obwohl, ein bisschen geht noch. 21:08 Uhr ist ja noch reichlich früh. So, und jetzt kommen hier. Das weiß ich, das ist wahrscheinlich die Dose, wo der Matcha-Tee drin ist. Weil die sind in so kleinen Dosen drin. Wie gesagt, ist das so ein Pulverchen. Also das legale Pulverchen. Und da weiß ich gar nicht, was das hier sein soll. Und dann würde der Tee einfach, das werde ich jetzt aber draußen lassen, durch diese 1x1-Fliese angedeutet. Sieht man es? Natürlich die Gefahr, dass es immer rausfällt. Deswegen. Drop. So. Naja, Tisch ist natürlich nicht erhöht, weil man sitzt halt auf dem Boden. Und jetzt haben wir halt, wie gesagt, hier wahrscheinlich der Wassertopf, Kanne, den Matcha, diesen zeremoniellen Besen für den Tee. Da die beiden Teetassen. Sind aber eher die Schüsseln, weil die Teetassen hätten ja noch, beziehungsweise es gibt ja auch die Tasse mit dem Henkel. Und das ist das Innenleben des kleinen Teehauses. Gut. Fühlt sich schon an, als ob man was geleistet hat. So, Tüte Nummer 2. Die Tüte des Todes, wenn das zutrifft, was man gesehen und gehört hat. Können wir jetzt mal vielleicht erstmal ein bisschen Mut anbringen, mindestens Spezi zwischendurch. Ah, und ich wollte noch mal mit euch zusammen einen Blick auf die Concorde werfen. Denn, was ja klar ist im September ist, wir werden auf jeden Fall bauen Gringotts. Ja, definitiv gesetzt. Dann kommt aber ein bisschen später,
Also am 4. September kommt dann die Concorde. Und die Concorde ist ein cooles Flugzeug. Kann man viel erzählen, weil auch mit, im Vergleich zur Tupolev 144, also so ein bisschen, die Sowjetunion hat ja dasselbe entwickelt, sah wieder sehr, sehr ähnlich aus. Gab es ja auch schon bei dem Space Shuttle die Geschichte mit der Buran. Und ist ein faszinierendes Flugzeug, nicht wegen des Endes. Und vielleicht bauen wir das auch. Nur da wird man wahrscheinlich so ein bisschen vorbauen müssen, denn ich glaube, dass der Bau an sich eher langweilig ist. So, jetzt gucken wir nochmal, welche Teile hier in Verruf waren, ob das hier auch zutrifft. Mal hier mal ein bisschen lunzen, wie das hier kombiniert wird. Oh, Dark Brown ist natürlich wieder schicksalhaft. Also ich glaube zumindest, dass es bei mir nicht so schlimm aussieht, wie, also überhaupt nicht schlimm aussieht. Also vielleicht doch Glück gehabt. Weil bei den Bildern von Ferdi, die er gepostet hat in den Telegram-Chat, sind diese Eckteile richtig, richtig hell im Vergleich zu den Dark Brown Elementen. Ja, ist ein bisschen schwierig einzufangen mit der Kamera. Aber zumindest bei diesen Lichtverhältnissen sieht mir das sehr, sehr ähnlich aus. Gucken wir mal nach der Oberflächenstruktur. Auch das sieht gut aus. Minifiguren-Check können wir gleich machen. Hallo Matthias, grüße zurück nach Lippstadt. Auch dieses Phänomen mit der Oberfläche scheint hier nicht so zu sein. Ich habe offensichtlich Glück mit diesem Set. Schade, ich wollte eigentlich pöbeln. Und dann hätte ich ja so ein Video machen können. Teilequalität aus der Hölle. So richtig Empörungsgabi-mäßig. Die Option ist mir genommen worden. Offensichtlich. Aber wir bauen es nochmal zusammen. Und dann gucken wir nochmal wegen des Effekts. So, Minifiguren-Maßstab. Ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt wirklich final beurteilen können. Weil wir, ich glaube, wir müssen erstmal den Rest des Gebäudes haben. Zumindest ungefähr kommt das jetzt auch hin, was wir jetzt schon haben. Ja, dass man die Minifiguren draufstellen kann. Ich glaube, wir machen das mal eher so gegen Ende, weil dann kann man mich auch schauen, ob das mit der Brücke passt. Es wird ja auch eine Tür geben müssen, ob die Höhe passt. Aber ich denke mal, dass das als Minifiguren-Maßstab durchgehen wird. Es wäre zwar schön gewesen, wenn auch eine Minifigur dabei gewesen wäre. Hat aber Lego nicht gemacht. So, jetzt bauen wir erstmal das Ding auf. Ah, neues Teil. Ja, das ist ja ein Teil, was sogar in zwei Farben in diesem Set drin ist. Das ist diese neue Ecke. Und sie erinnert so ein bisschen dran an, na, wo ist es? Zumindest mich, an das Teil hier. Ja, das ist so eine Ecke, die mit Ninjago mal eingeführt wurde. Wo man so halt schöne Dächer bauen kann, die so ein bisschen geschwungen sind mit dieser leicht inverten, diesem inverten Slope. Nur, dass hier quasi die Ecke nur hoch steht und der Rest dann gerade ist. Ja, wir sehen es nämlich, es wird mich ergänzt durch diese Plate Modified. Ja, mit den zwei Studs und dann noch der Fliese. Und damit kann man dann halt schöne Sachen zaubern. Wir können ja mal kurz schauen bei New Elementary, weil ich glaube, sie haben sogar einen kompletten Artikel nur zu diesem Stein gemacht. In der Zeit kann ich mich mal ein bisschen hier runterschwitzeln. So, wo war das denn? Genau. Da können wir gleich auch mal reinschauen. Da sind nämlich alle neuen Teile drin. Und das ist nämlich dieses neue Teil, die Pagodenplatte. Ja, sehen wir mal, was es für Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Also man kann sie auch mit der Ecke nach innen verbauen. Dann hat man quasi so ein kleines Mini-Dächlein. Und ja, da sieht man so ein bisschen, also das macht ja New Elementary immer ganz gerne, dass sie andere Steine zum Vergleich nehmen, was quasi dann baulich kompatibel ist. Das ist zum Beispiel auch ganz spannend hier, dass man, wenn man zwei gegeneinander mit der 1x1, das ist ja der 1x1-Brick mit dem Pinloch in der Mitte, dass sie sich gerade so berühren. Also man kann da durchaus interessante Formen bauen, wenn man das möchte. Und wir können gespannt sein. Und hier sehen wir genau, das ist nämlich das schwarze Teil, ist das, was ich euch eben gezeigt hatte. Dann mit dieser diesem Inverted Curve Slope. Und die Form ist auch wieder identisch, zumindest von diesem Eckschwung. So, das ist ganz wild.
Auf jeden Fall kann man viele schöne Pagodenbecher, Dächer, Kaffee trinken. Also, stimmt, in Sinsheim steht eine echte Concorde, Markus. Also, ich habe jemanden schon gesprochen, der auch die Lego Concorde schon aufgebaut gesehen hat. Und das muss halt ein Riesenprügel sein. Ja, das ist ja über einen Meter lang. Also so ein bisschen die Saturn 5 Rakete einfach umgelegt, beziehungsweise ist sie ja so leicht angestellt mit dem Ständer. Ist ein Riesenprügel, auf jeden Fall. Und ich würde es gerne bauen. Und ich glaube, wir werden das tun. Was ich auch gerne bauen würde, das hängt aber davon ab, dass wir mit Gringotts nicht in Konkurrenz kommen. Das heißt, ich muss Glück haben und es vorher irgendwo bekommen, ist die Disney-Kamera. Die kommt ja auch zum 1.9. Aber irgendwann ist halt zu viel. Wie lange ist Lego schon dein Hobby? Also ursprünglich als Kind weiß ich nicht genau, wann ich mit Lego angefangen habe. Aber 2014 habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Zum ersten Mal wieder aktiv mit Lego beschäftigt, weil mir mein Bruder den damaligen X-Wing geschenkt hat. Per Amazon als Geschenk. Und war auch so eine Karte dabei und ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand. Ich habe sie irgendwo noch. Zum Spielen ist man nie zu alt oder irgend sowas. Stand dort drauf. Und so kam das dann wieder. Dann erst dieser X-Wing, Star Wars Fan. Und dann erstmal die Ideaset. Weil es gab ja dann, der DeLorean kam ja auch dann und der Ecto One. Und zumindest ist es meine Erinnerung so, dass es damals gar nicht so viele Erwachsenensets gab. Und die Ideas-Reihe war halt damals, weil sie halt auch diese ganzen Filmlizenzen aufgenommen haben, unheimlich attraktiv. Und das waren so die ersten Sets, die ich mir dann gekauft habe und dann auch regelmäßig gekauft habe, aber ansonsten noch nicht so viel. Und so kam das halt wieder. Und ist dann mit der Zeit immer mehr geworden. Und wie bei so vielen wahrscheinlich auch, mit der Pandemie, mit Corona, hat man sich dann noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt. Andere sagen, dann ist es eskaliert. So, das Gerüst für das Teehäuschen. Ja, nur ein paar Blades. Dann hier haben wir auch die 1x1x3 Bricks, auch in Dark Orange. Oben drauf dann nochmal 1x1. Und jetzt geht das wilde Fenstergeklebe los. Ja, das sind einfach die 2x2 Rahmen, auch in Reddish Brown mit der weißen Scheibe. Es wäre halt schön, wenn das irgendwie so ein bisschen, also natürlich nicht durchsichtig, aber vielleicht ein bisschen transparenter wäre, wie dieses, ist das so Seidenpapier im Original, damit es halt innen drin nicht ganz so dunkel ist vielleicht. Ja, aber wie gesagt, alter Angelladen war schon auch eins der, jetzt muss ich mal überlegen, der ersten größeren Sets, glaube ich, die ich auch wieder gekauft habe. Glücklicherweise. Und das erste Set, was ich mir, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, danach gekauft habe. Also ich war auch früher häufiger im Lego Store. Mehr, wenn man irgendwie in Hamburg oder irgendwas war, ist man in den Lego Store rein, hat einfach nur geschaut. Und in Erinnerung war mir ja auch geblieben, dass UCS Shuttle Tidirium. Und das habe ich mir damals, 2015 oder sowas, habe ich es dann gekauft. Da war es auf jeden Fall, als es schon EOL war. Und das war mein erstes richtig, richtig großes Set. Stimmt. Die Scheiben aus dem Tempel von Ariyutsu. Auch ein sehr schönes Ninjago-Set. Aber auch nicht mehr so günstig. Ist auch, so wie Ernst Brickhaft, bis heute mein, mit der Slave One, mein Lieblings-UCS-Set. Obwohl das Shuttle Tidirium aus heutiger Sicht super einfach gebaut wird, aber da es ja so eine clean Optik hat, passt es ja wunderbar. So. Scheibchen. Und noch eine Seite fehlt. Und das wird hier einfach nur so reingesetzt. Ah ne, da gibt es noch. Zwei Pins haben wir noch. Also auf jeden Fall abnehmbar.
Ah, und was Karl sagt, das wäre auch eine coole Idee. Es gab bei der Ninjago City, vor allem oben war das bei der Turmspitze von Ninjago City, gab es auch diese große Scheibe. Ja, hier die in dem Fensterscheibenformat gab es auch mit so einem Aufdruck, wie so eine. Ja, steht da hinten, ist halt sich schnell rübergeholt. Wäre eigentlich auch ganz schön gewesen. Würde natürlich vom Format her nicht ganz passen. Aber da hätten sie ruhig mal was machen können. Haben sie aber nicht. So, letzte Seite. Ja, wenig spektakulär. Jetzt kommen hier wieder eine Reihe Plates drauf. Also der Horror ist ja immer diese ganze Anleitung und Brauntöne. Da kriege ich ja Welthass. Der B-Wing, den hatte ich auch mal gehabt. Den hatte ich mir OVP auch, glaube ich, nachgekauft damals. Und habe ihn OVP wieder verkauft. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Und ich hoffe, es bleibt so. So, jetzt ist fest und stabil. Das wird ja dann einfach hier drauf gesetzt und wir hatten ja hier diese Plate Modified mit diesen zwei Noppen an der Außenseite. Und das ist der einzige Fixpunkt, wo das dann befestigt wird. Ja, also es bleibt nicht mehr viel Platz in der Hütte. Also man kann eigentlich nur Schlappen ausziehen, direkt auf die Knie fallen und ein bisschen Tee schnabulieren. So, Wasser ist rausgefallen. So, und jetzt kommt das Dach, wo wir offensichtlich etwas mehr Glück hatten als andere, was die Teile angeht. Aber vielleicht habe ich es eben auch nur nicht gesehen. Mag ja auch sein. Die sind auch ganz schön. Ich weiß gar nicht, ob es die schon gab. Also ich hatte zumindest noch bisher keine, diese 2x2 Plate Modified in Dark Brown. Mal ich linse mal kurz in den New Elementary, Entschuldigung. Block, weil da sehen wir nämlich alle Teile, die neu sind. Ja, also diese Ecken in Light Bluish Gray und in Dark Brown. Und dann sehen wir hier, das Fahren in Dark Green ist ja auch neu in diesem Set. Der große 4x3 Slope, 4x, doch 4x3. Die Ecke und wie gesagt, dieses Verbindungselement in Reddish Brown, beste Teil in diesem Set, würde ich behaupten, weil man damit nämlich die ganzen Bäume dann schicker machen kann aus den bestehenden Sets. Dann Koi-Karpfenfliesen, kommen wir später nochmal zu. Gab es ja schon mal mich auch in dem Frühlingslaternenfest. Und Lego hat wieder neu gegönnt. Die eine ist nicht neu, die kennen wir schon, nämlich aus dem Botanischen Garten. Da ist hier schon aufgetaucht. Aber es gibt jetzt auch wieder eine zweite. Was ich mich frage, keine Ahnung, ob sich das andere Leute auch fragen, warum haben sie nicht einfach die alte wieder aufgelegt. Aber die sind beide mit neuem Design. Das liegt wahrscheinlich daran, Karl, weil der natürlich auch so ein bisschen asiatisch angehaucht ist, der Flugsegler. Übrigens auch ein sehr, sehr schönes Set. Haben wir hier auch mal gebaut. Vor Monden haben wir das getan. So, jetzt kommt hier ein bisschen Pearlgold ins Spiel. Ja, hier viele Plate Modifiers mit diesem Handle. Und dadurch kriegt das so eine etwas verschnörkelte Optik. Ja. So. Nächste Seite. Und vor allem, um nochmal auf die Concorde zurückzukommen, ich glaube, die wenigsten werden mit ihr mal geflogen sein. Und wahrscheinlich den meisten auch wirklich so erst ins Bewusstsein gekommen sein, als damals dieses Unglück war in Paris. Aber ich finde es cool, dass Lego mal wieder so ein großes Flugzeug gemacht hat. Weil, wie gesagt, das einzige Flugzeug, was es ja, das einzige zivile Flugzeug, was quasi so als Nicht-Technik-Set herauskam, war ja bisher, glaube ich, der Dreamliner, also Boeing Dreamliner.
Militärflugzeuge, was ja Lego offiziell nicht macht, haben sie ja häufiger gemacht mit der Sosworth Camel und sogar dem Fokker Dreidecker. Gab es ja auch mal vom Roten Baron. So wie zum Thema kein Kriegsspielzeug. Aber so ein schönes Zivilflugzeug gab es ja, zumindest fällt mir keins ein. Ansonsten nicht. So, jetzt kommen hier diese neuen Eckteile. Wie gesagt, die führen dann einfach so ein bisschen diese Plate Modified weiter. Ah, und hier sehen wir so ein bisschen, ist auch ein bisschen, also stimmt schon, es ist ein bisschen heller. Es hat so einen leichten Rotstich im Vergleich zu der Plate Modified nebendran. So kann man es ein bisschen erahnen. Aber es ist nicht so krass wie das, was man da schon gesehen hat. Aber perfekt ist es nicht. Ja, wohl, je nach Licht fällt schon deutlich auf. Ja, hier so ein bisschen. Aber es ist nicht total jenseits von Gut und Böse. Aber irgendwie haben sie den Farbton nicht richtig getroffen. Hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was es für GWPs gibt, Marlin. Es gibt ja noch das Gerücht zu diesem Harry Potter GWP, wo ja noch niemand jetzt sagen kann, kommt das nur zu, also ist es nur für diejenigen, die Gringotts kaufen, kommt es vielleicht allgemein, so wie bei dem Disney, glaube ich, zwar weniger. Und davon wird ja dann auch manchmal der Zeitpunkt maßgeblich abhängig sein. So, Dach fertig gebaut. Diese Unterschiede in der Oberflächenstruktur, die sieht man jetzt bei diesen Teilen hier nicht. Wie gesagt, so ein leicht anderer Farbton hier bei diesen Eckteilen, aber im Rahmen des Akzeptablen. Vor allem, da es ja jetzt nur die Ecken sind, könnte man auch unterstellen, es ist Absicht gewesen. Ja, das hat der Künstler so gewollt. Aber vielleicht bist du nicht genügend Flugzeugfan. Das kann natürlich auch sein. Das ist so wie mit der Eisenbahn. Mit der 280 Euro Lok, wo ich mich auch schwer tue, den Preis zu rechtfertigen. Aber wenn man natürlich Flugzeuge oder Züge in einem anderen Fall liebt, sieht das vielleicht manchmal anders aus. So, Hütte ist fertig. Jetzt können wir nochmal die Minifigur davor platzieren. Ja, Captain Redbeard bietet sich ihm an. Also für mich sieht er schon sehr nach Minifigur im Maßstab aus. Zumindest spricht jetzt anhand der Hütte nichts dagegen. Ja, aber Orient Express, Karl, müssen wir erstmal sehen, ob der überhaupt das Geld wert ist. Und der Orient Express ist ja nicht nur ein Lok, sondern da wird ja ein bisschen Schiene, ein bisschen Waggon dabei sein. Aber wir können ja mal kurz schauen. Nochmal auf die Concorde. Machen wir mal hier wieder Browser Time. So, VIP wird Insiders, da können wir später nochmal drauf schauen. Und hier ist der Stonewalls-Artikel, weil Rick ja heute nicht da sein kann. Machen wir das mal so. Zumindest war Lego so clever, jetzt weder British Airways noch Air France zu nehmen. Das heißt, es ist auch kein Bezug zu der Unglücksmaschine. Es ist quasi so ein Werkslivery. Weil Blau und Rot sind ja sowohl bei Air France als auch bei British Airways in dem Livery drin. Also guter Kompromiss. Es ist halt lang. 105 cm, ich bin mir aber nicht sicher, ob 105 cm die Aufstellbreite ist oder ob das die Flugzeugbreite ist, Länge ist. Weil durch den leichten Anstellwinkel wird sie natürlich, was die Aufstellbreite angeht, natürlich ein bisschen schmaler. Das scheint auch eine bedruckte Plakette zu sein, genauso wie die Scheibenfenster und ich glaube, es ist alles bedruckt bei dem Set. Und wir kriegen auch ein paar neue Teile. Zumindest das eine, nämlich diese vordere Cockpit-Scheibe. Innen drin bunt und wild, weil es gibt ja Funktionen. Also man kann sowohl das Fahrwerk einfahren, als auch dann die Nase heben und senken. Das scheint aber eine Funktion zu sein. Also man dreht und dann geht wahrscheinlich Fahrwerk und Nase gleichzeitig. Obwohl das ja in der Praxis nicht unbedingt halt miteinander kombiniert war. Also man
jetzt nicht das Fahrwerk eingefahren hat, das wird ja sehr früh bald nach dem Start eingefahren und die Nase erst einen Ticken später. Zumal ja bei der Original Concorde auch die Scheibe selber, ja, also die Nase kannst du runterklappen, aber erst fährt die Scheibe in die Nase rein, wird abgesenkt. Das ließ sich wahrscheinlich bei dem Lego-Set einfach nicht machen. Und es ist halt lang. Und es wird natürlich ein Stück weit monoton zu bauen sein, weil natürlich beide Tragflächen 1:1 identisch nur spiegelverkehrt sein werden. Deswegen. Also ich glaube, wir werden sie verstreamen, aber halt mit vorgebaut. Oh, Abt sagt, Nase ist manuell, nur das Fahrwerk ist über die Drehfunktion. Das ist schade. Das ist schade natürlich. Also kann man da so dann rumfuddeln. Ja, aber ich glaube mal, wenn sie in den freien Handel kommt oder teilexklusiv, dann, ich denke, dann wird es auch mit den 150 Euro früher oder später mal klappen. Das ist die Hoffnung. Ich mache es jetzt mal davon abhängig, was für GWPs gibt. Aber ich würde sie gerne bauen. Das ist Fakt. So. Während des Fabulierens ein bisschen weiter. Wie gesagt, Hütte ist fertig. Captain Redbeard, passt drauf auf. Ah, ich könnte mal eure Meinung einholen. Ich habe nicht angefangen, für den Spaceman die Anleitung zu machen und habe nochmal am Kopf rumgeschraubt und bin mir noch nicht sicher, welches besser aussieht. So, das ist die, das ist leider jetzt nicht fest, die Seite ist die Ursprungsseite und jetzt habe ich die andere Seite nochmal quasi ein bisschen weiter rumgezogen. Die Frage ist, was besser aussieht. Und ich bin mir etwas unschlüssig und vielleicht habt ihr ein Meinungsbild. Die alte Variante, wie gesagt, das ist leider jetzt nicht fest, hat den Nachteil, dass so ein bisschen die Ecke drüber steht, weil es natürlich im Winkel gebaut ist, nicht rund. Das Gesicht aber so ein bisschen quadratischer wirkt, was auch erstaunlicherweise dem Original ein bisschen näher kommt. Aber man kann die Höhe nicht verändern, weil natürlich diese 4x6 Plate ist ja vordefiniert. So, jetzt hat man die Möglichkeit, das Gesicht noch weiter rumzuziehen. Man nimmt aber dafür die 1x2 Slopes, was das Gesicht so ein bisschen unhübscher macht. Okay, Schneidermarianne sagt alte Variante, jetzt mal überlegen. Links ist, von euch aus gesehen, links ist das da links. Ne, das ist rechts bei euch. Okay, aber die Meinungen sind verschieden. Ja? Ich bin mir immer noch nicht schlüssig. Deswegen habe ich erstmal die Walkie-Talkie-Anleitung gemacht. Als extra Anleitung, damit ich das nicht entscheiden muss. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass diese Bautechnik, die ist einfacher zu bauen. Weil da ist nichts mit irgendwelchen Winkeln. Weil das alte ist... Ja, kann man jetzt nicht simulieren. Ja, das wird dann halt einfach so ein bisschen reingedreht. Und zwischen Gesicht und überall eingeklemmt. War ein bisschen... Trier. Ja, aber optional machen, da muss man ja zwei Anleitungen machen zum Kopf. Mal gucken. Das ist immer, wenn man zu lange überlegt und nicht macht. Oder bleibt einfach kopflos. Ja, ich glaube, also wie gesagt, dadurch wirkt das Gesicht natürlich dann sehr breit durch die neue Version. Wie gesagt, man kann es ja nie 1:1 machen. Ja, und das ist halt, der originale Shape ist halt auch ein bisschen mehr quadratisch und nicht zu länglich. Aber wie gesagt, das Gesicht ist einfach im Verhältnis höher. Ja, das ist der Unterschied. Und wo ist hier die Ecke nochmal? Und das war ja die Ursprungsvariante, dass man halt dafür den Ausschnitt entgegen dem Original ein bisschen kleiner macht, aber halt diese Proportion erhält. Ja, weil das ist ja immer Kompromiss irgendwo. Vielleicht mache ich mal Variante Foto, neue Variante Foto und mache das mal in die Telegram-Gruppe. Wenn man es mal in der Gänze sieht, ist es, glaube ich, einfacher. Aber das Walkie-Talkie bleibt so. Dafür habe ich jetzt die Anleitung schon mal gemacht. Oh, da muss ich wieder wissen, wann Lego Masters ist.
Weil ich schaue das nie, muss ich gestehen. Also doch, letzte Staffel habe ich es ein paar Mal gesehen. Aber da ich kein linearer Fernsehschauer bin, wie man das so schön nennt, verpasst man das immer. Aber ich werde versuchen, darauf Rücksicht zu nehmen. Wann kommt das? Donnerstags? Ist es donnerstags? Wo ist die Tüte? Weil was man ja eigentlich leider nicht machen kann, ist, es wäre halt cool, wenn man Lego Masters einfach restreamen dürfte und dann live kommentieren. Alle zusammen. Weil, war das letzte Staffel mit dem Kerl, mit der Frau, der, also wo der Kerl aber immer leid tat? Das war letzte Staffel, glaube ich. Da hätte sich ja der eine oder andere bösartige Kommentar immer mal angeboten. Oh, Gesicht. Das Gesicht war auch relativ teuer, glaube ich. Ich meine, ich habe mal irgendwann mal geschaut, als Einzelteil bei Bricklink relativ teuer. Ich würde sowieso das komplette Set immer kaufen. Ich habe jetzt mir die Mühe gemacht bei dem ganzen Innenleben von dem Spaceman, weil die Idee war ja, den roten Spaceman zu machen, weil er ja dieser baubaren Minifigur zumindest in der Farbe des Oberkörpers ähnelt. Ja, das ist noch der Kopf. Und ich habe mir jetzt auch die Mühe gemacht, in der Anleitung wirklich auch dieses ganze Leim und sowas reinzumachen, so dass man wirklich nur die ergänzenden Teile braucht. Niemand Normales würde Leim verbauen, wenn man das jetzt frei gestaltet. Oder was da noch für wilde Farben drin sind. Ja, hier Dark Purple und was weiß ich alles. Und Dark Turquoise, Leim, Gelb, sieht ja aus wie bunt. So dass man halt nur noch die zusätzlichen Teile braucht. Das soll ja der Charme sein von der Idee. Zumal der rote, glaube ich, auch am coolsten aussieht im Vergleich. 6 Euro. Ich hatte mal geschaut, da war es irgendwie, vielleicht bilde ich mir gerade ein, sogar noch teurer, das Gesicht. Weil natürlich das Gesicht an diesem Set von dieser baubaren Figur ist natürlich das Teil, was man halt nicht anderweitig ersetzen kann. Ja, und man hat natürlich, jetzt wenn man so einen Spaceman baut, hat man 3 von diesen Slopes übrig, aber man hat ja kein Gesicht. Es sei denn, irgendwelche Drittanbieter fangen dann mal an, irgendwie die Dinger zu bedrucken. Aber ich habe mir schon ein paar von diesen Sets geholt. Schon mal so auf Vorrat angelehnt. Aber ich hoffe, dass es relativ lange geben wird von Lego selbst. So, jetzt kommt die Platte. Also das Fundament. Das erinnert so ein bisschen, werden wir gleich sehen, auch an die Bautechnik, wie man sie zum Beispiel von dem Frühlingslaternenfest kennt. Also wir werden auch wieder so einen Koi-Karpfenteich haben, der auch so einen tiefen Effekt hat. Bei dem Botanischen Garten war es ja so ein bisschen anders. Der hatte zwar auch einen tiefen Effekt, aber der war halt innen drin quasi hohl, mit diesen Panels gebaut. Auch ganz gut. Aber hier wird das mit Wedge Blades dann einfach in verschiedenen Farben, sodass dann so ein visueller Tiefeneffekt entsteht. Also von mir aus gerne, Karl. Könnt ihr ruhig mehrere Versionen machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Lego auch mal ein Space mal rausbringt. Also warum denn nicht? Wäre ja eigentlich sogar das, was ich am meisten anbieten würde, meiner Meinung nach. Weil die Figur ist zwar nett, die sie jetzt rausgebracht haben, schön auch wegen dem Gesicht, aber halt diese Kappe zum Beispiel ist ja schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja gut, jetzt sieht er natürlich ein bisschen gesichtslos aus, der Kollege. Ja, Harry Potter Gesicht. Mit dem Harry Potter Gesicht, achso. Kann ich mal schauen. Weil als ich mich angefangen habe, den Spaceman zu machen, das war ja im Mai irgendwann, gab es ja noch nicht das neue Set. Und vor allem bis heute nicht im Studio gibt es das 4x6
Also den Curved Slope mit dem normalen Minifigur-Aufdruck, den gibt es bis heute nicht. Und habe mich deswegen, haben wir hier irgendwo mal ein Bild? Am Anfang mich in der Tat mit Harry Potter angefangen. Achso. Nee, ganz am Anfang habe ich gebaut mit dem Piratenkopf. Das war allererster Versuch. Genau. Aber die ersten Renderings waren noch mit dem Harry Potter Gesicht. Zwar ungefärbt in Gelb, aber das war der erste Versuch. Aber man kann natürlich auch Harry Potter draus machen. Das bleibt völlig unbenommen. Sleep Timer ist gestellt. Dann gute Nacht, Paganizzo. Gute Besserung. Ja, wir machen heute auch nicht so lang. Also ich glaube, wir machen so bis, was sind es, 11 Tüten, 5 oder 6. Und dann kann wieder jeder alleine schwitzen. Ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das Set wäre teilemäßig wesentlich kleiner. Aber das ist einfach, wenn man mit dieser Lego-Preisstruktur inzwischen rechnet, wo alles jenseits von Gut und Böse ist, dass man überrascht ist, dass man für 100 Euro 1400 Teile bekommt. Das Base-Logo vom Galaxy Explorer reinbasteln. Wo reinbasteln? Also basteln kann man immer alles. Das hier wird, glaube ich, jetzt gleich der Grund des Sees. Ich zeige es mal gleich. Oh, auch ganz spannend. Hier die zwei Triangle-Teil in Dark Green. Nehmen wir doch mal mit. Und das hier dürfte dann der Teich werden. Ja, und hier haben wir Dark Green. Das ist natürlich dann später, wenn da die Fliesen drüber sind, die in Translight Blue. Sieht das halt tiefer aus als das, was in dem normalen Grün gebaut ist, was dann ein bisschen flacher aussieht? Theoretisch schon, weil natürlich das, das ist ja jetzt hier nur so ein Testaufkleber, also ausgedruckt auf so Klebefolien draufgeklebt. Ich bin dran, dass man die auch quasi gedruckt kaufen kann von so einem Drittanbieter. Und man kann natürlich auch das von dem SpaceX, von dem Galaxy Explorer nehmen. Das unterscheidet sich ja von den normalen Minifiguren. Space-Logo, dass ja der Mond dann auch diese Krater hat. Die Minifiguren haben ja immer hier in der Mitte Gold. Ja? Und das Logo auf dem Galaxy Explorer ist ja vor allem das mit dieser Mondkraterlandschaft, die so angedeutet ist hier in diesem vorderen Bereich vor allem. Das ist ja der einzige Unterschied oder wesentliche Unterschied auf dem Logo. Aber es würde jetzt keinen Sinn machen bei der Figur, weil es ja eigentlich ein anderes Logo ist. Aber wie gesagt, das ist der Nachteil in diesem Mock de facto, dass man halt eine bedruckte Fliese braucht oder halt zumindest einen Aufkleber, weil sonst sieht er halt mit rotem Oberkörper halt einfach nur langweilig aus. Und man kann das Logo auch nicht so wirklich nachbauen. Mit dieser weißen Outline, die außen rum ist. Und ohne die Outline, weil das ja rot auf rot ist, sieht das nämlich einfach murks aus. So. Jetzt hier aber nicht hier den Fokus beim Klemmen verlieren hier. Das ist mich jetzt der langweilige Part. Aber dann können wir uns ja schon mal langsam mit Lego Insights vielleicht beschäftigen. Kam mir vor allem für viele so ein bisschen überraschend. Es gab ja schon vor ein paar Wochen mal so eine Mail, die der eine oder andere bekommen hat, die ja schon darauf hingedeutet hat, dass mich der Lego Store Account mit dem Lego VIP Account zusammengelegt wird. Die waren de facto damals zwei verschiedene Accounts. War bei mir auch mal so eine Problemgeschichte, weil ich mich verschiedene E-Mails hatte und da ging irgendwas nicht.
Und die sind ja jetzt zusammengelegt worden. Und jetzt kommt ein Rebranding. Ja, also aus Lego VIP wird Lego Insights. Und was soll man sagen? Im Großen und Ganzen scheint sich nichts zu ändern. Das Einzige, was ganz interessant klingt, zumindest hatte ich das jetzt bei Stonewalls auf der Seite gelesen, dass man wohl künftig wird die Anleitung irgendwie scannen können, wahrscheinlich mit einer App oder Web-App, über diesen Barcode hier und für jede gescannte Anleitung 13 Cent Gegenwert quasi bekommt als Gutschein. Ich habe letzte Woche 20 Anleitungen weggeschmissen von so kleinen Sets, die man ausgepartet hat. Schlecht, schon mal was das angeht. Also wenn das so kommt, interessante Technik für Lego, natürlich auch sehr spannend, weil sie mich dann erfahren so, weil die sehen ja, was hat man im eigenen Store gekauft. Aber wenn er jetzt noch anfängt, andere Sets zu scannen, wissen die ja, oh, der kauft noch woanders. Und dann sehen sie vielleicht, oh, der kauft auch noch viele Sets woanders. Und dann denken sie vielleicht drüber nach und denken, ah, die anderen geben Rabatte, wir nicht. Ah, vielleicht sind wir zu teuer. Nein, werden sie natürlich nicht tun. Wäre aber denkbar. Was ich nicht glaube, das war im Stonewalls-Artikel so ein bisschen angeschnitten ist, dass sie, weil dieser Code soll wohl, ich kann es nicht bestätigen, weil ich es nicht weiß, dieser Code soll auf jeder Anleitung anders sein. Ja, es ist quasi ein uniker Code, wie so eine Seriennummer. Und ob man dann das tracken könnte, also wo ihr vielleicht das Set gekauft habt. Ich sage nein, weil ich glaube, mich auf den Boxen und dergleichen ist mich sowas nicht drauf. Zumindest nicht auf den Umkartons, auch die außenrum sind, also wo die Verpackungseinheiten dann geliefert werden. Das wäre schon ein bisschen sehr, sehr wild, wenn das ginge. Aber natürlich gewinnt Lego einen Eindruck, was ihr da ansonsten so kauft. Also so ein bisschen transparenter. Wer hat Prickling Shop? Ich habe keinen. Keine Gefahr. Brauche ich nicht. Bin ja schon maximal überfordert, hier meine eigenen Teile zu sortieren. So, Zwischenstand. Wie gesagt, Plattengröße ist jetzt tutti completti. Also es ist nicht mal so klein. Also wir sehen ja 16, 16 plus normal 6 in der Mitte. Also es ist breiter als eine 32er Baseplate. Um 6 Noppen. Natürlich nicht ganz so tief, weil wir auch wieder nur 16 und 6, also 22 haben. Aber das ist schon solide. Ja, ich parte Sets für Teilekiste durchaus ab und zu aus. Und es gibt ja so auch so kleine Sets, die man einfach mal kauft. Hatte mal gezeigt, diesen Rocket Mac. Habe ich nur gekauft, weil ich den Reddish Brown Bush haben wollte. Den gab es ja damals noch nicht anderweitig anders. Und das Ding ist halt zerpflückt in die Teilekiste gelandet. Ne, das ist falsch. So, jetzt erstmal hier wieder die Initiative zurückgewinnen. So, das ist hier. Dann ist das hier völlig falsch. Irgendwo falsch abgebogen. Vielleicht soll ich erstmal das hier fertig bauen. So. Dann klappt es mich auch mit dem Rest. Ja, also ich glaube, ich bin mal gespannt, was passiert. Was natürlich sehr spannend sein könnte oder spannend ist, in den USA kann man wohl jetzt auch Punkte bei Target sammeln. Juckt uns nicht, weil Target gibt es hier nicht. Aber vielleicht heißt es jetzt auch endlich mal, dass man zum Beispiel auch im Legoland wird VIP-Punkte bekommen, weil das ist de facto bislang nicht der Fall gewesen. Und VIP-Punkte heißt ja wieder Geld in Form von dann irgendwann Gutscheinchen und könnte natürlich dann diese Einkaufsoption dann nochmal attraktiver machen.
Was aber, glaube ich, jetzt noch nirgends stand, und das ist mich auch eine spannende Frage, werden sie vielleicht irgendwas an dem Punktesystem drehen? Ja, dass es vielleicht weniger oder mehr unwahrscheinlich also dann Gegenwert für die Punkte gibt. Zumindest habe ich jetzt persönlich da noch nichts gelesen. Nicht, dass da irgendwie so ein bisschen ein noch unbekannter Nachteil schlummert, den bisher noch keiner auf dem Schirm hat. So. Meine Aufmerksamkeit ist gleich wieder da. Das kommt hier hin. Puh, schweres Geschäft. Ergebnis Tüte Nummer 3. Man sieht eigentlich nichts. Ja, außer mit der Vermutung, dass hier oben vielleicht die Hütte hinkommt, dass hier irgendwo das Wasser fließt, dass das Gelbe hoffentlich noch überbaut wird. Hier werden vermutlich irgendwelche Bäume hinkommen, weil wir hier diese Fliesen haben, die eventuell was damit zu tun haben können. Ja, ich meine, wir müssen es abwarten. Wir müssen es abwarten. Aber bisher, ja, es gibt ja die englische Seite schon dazu, zu Insiders. Ich weiß nicht, ob es auch schon die deutsche gibt. Also Launching August 21st. Und alles, was hier steht, ja, an Punkten und Co., ist ja auch das, was es jetzt auch gibt. Ja, also das ist erstmal de facto nichts Neues. Ja, One Account, also es werden quasi alle Accounts verschmolzen, Ideas, VIP und der Shop-Account, Earn Points. Da steht dann das auch mit Targets dabei. Genau, und hier steht das mit dem Unique QR-Code auf den Billig Instructions. Ist halt die Frage, ob der wirklich unique ist. Also ich weiß nicht, wie es dumm was drauf kommt. Ich glaube es ihm gerne. Man müsste jetzt einfach mal zwei haben, die man vergleichen kann. Weil das wäre halt schon ein Ding, wenn die wirklich unique wären auf jedem Ding. Und vor allem, wenn ein Code mal gescannt wurde, kann die jemand anders auch noch scannen. Also kann man den quasi mehrmals ausnutzen, dass es sich lohnt, eine Datenbank mit QR-Codes anzulegen, sodass jeder dann sich Gutscheine zusammenscannen kann. In Klammern, Lego wird wahrscheinlich diese Accounts dann einfach sperren, weil da sind sie relativ schmerzbefreit. Aber ansonsten, ja, GWPs für VIPs, Early Access, der Rest ist gleich. Der Rest ist gleich. Ja, wir dürfen gespannt sein. Wir sind alle keine VIPs mehr. Das ist die traurige Nachricht. Können sie natürlich auch machen, Matt. Aber bisher haben sie ja immer noch zu Prickling zumindest so einen Sicherheitsabstand gehalten. Was auch nicht schlecht ist. Denn Prickling war ja ganz gut so, wie es war. So, Tür Nummer 4. Da beginnt es auf jeden Fall das Wasser. Wenn wir die Tüte aufkriegen. Ja, wir haben hier diese ganz viele von den Fliesen. Einmal zwei in Translite Blue. Und Trommelwirbel. Eine zweite Tüte mit den Karpfenfliesen. So, haben wir hier ein Zeigegerät? Jo, da haben wir es. Auch neu, zumindest in dieser Farbe, ist dieses halbe Ei. Das wird dann diese Lotusblüte oder irgendeine Wasserblume in diesem schicken, pinken, lila Farbton. Und in die Mitte kommt, zumindest sieht man es auf dem Bildschirm, dann die Minions-Frisur in Gelb. Ja, dieses, was so ein bisschen aussieht wie so ein Törtchen, wird dann einfach hier in der Mitte platziert. Und gibt dann eine schöne Blüte. So, aber es ging um die Koi-Karpfen. Wo ist jetzt der? Ist der hier auch schon drin? Soll ich mal überlegen. Welcher war es der, den es schon gab? Genau. So, den oberen, das ist der. Achso, muss ich auch richtig umhalten.
Ne, ich gehe mal näher ran. Der obere ist der Keulkarpfen, den kennen wir schon aus dem Botanischen Garten. Da gab es den zum ersten Mal. Und jetzt kommt halt dazu noch dieser zweite Keulkarpfen. Ich glaube, es war auch eben auf der New Elementary Seite. Ja, da ist es sogar nochmal schöner zu sehen. Also das sind jetzt die zwei neuen Prints. Der obere ist der, wie gesagt, den es schon im Botanischen Garten gab. Der untere kommt jetzt hinzu. Und das hier sind die alten Prints, die es mit dem Frühlingslaternenfest gab. Ja, neu, alt. Und auch der gefleckte, also bei den alten der linke und bei den neuen der obere, sind sehr, sehr ähnlich. Aber halt anders. Ist ja die Frage, hätte es das bedurft, hätte Lego nicht auch einfach die alten wieder weiterverwenden können? Ich habe keine Ahnung, warum das Lego sich da selber so ja, schwierig eigentlich macht. Auf jeden Fall gibt es neue Fischis. Wer noch so ein paar alte im Bestand hat, hat jetzt quasi die Möglichkeit, vier verschiedene Koi-Karpfen rumschwimmen zu lassen. Guten Abend, Louis. Auf jeden Fall ist immer schön, wenn man irgendwie so eine Wasserfläche hat und dann so ein paar Fische irgendwo reinpflanzen kann. Die Variante aus dem Botanischen Garten gab es ja auch schon in der Legoland-Fabrik als 100 Gramm Ware. Das heißt, wer da schon mal gewesen ist, wird wahrscheinlich schon die eine oder andere Koi-Karpfen-Fliese haben. So, dann fließen wir jetzt mal heiter weiter. Ah, das hier sind 2x2 Tische in Green. Das wird vielleicht auch mit dieser Blume dann oder Seerose zu tun haben. Die Frage ist, wie das befestigt wird, denn mal spicken. Ach so. Weil ja eigentlich wäre es ja schön, wenn der Tisch mich inverted wäre, also umgekehrt. Aber dann kann man natürlich die Blume nicht aufloppen. Deswegen machen sie es so. Nicht hundertprozentig optimal. Aber okay. Oh, ist immer noch so warm. Das gibt's ja nicht. Aber was meinst du mit doppelten GWPs, Mama Bricks? Also wenn du quasi noch einen Einkauf machst. Aber das ist ja theoretisch auch momentan schon. Also erfasst wird es ja, zumindest in der Kaufhistorie sieht man ja auch die GWPs, die man bekommen hat. Es war nur bislang, glaube ich, dem Lego, also dem System war es egal, wenn das doch nicht drauf geachtet hat. Also hoffe ich doch mal, dass das nichts ändert. Aber halt auf die Farbpaletten kann man halt nichts aufnoppen. Infobricks, das ist halt das Problem, weil du hast ja oben keine Noppe drauf. Ja. Und das mit den doppelten GWPs kann man auch in der eigenen Einkaufshistorie. Also ihr könnt ja in eurem Lego-Account könnt ihr sehr schön sehen, was ihr gekauft habt. Unter Einkäufe kann man das irgendwo aufrufen. Kommt so oft eine Fehlermeldung, macht man einfach nochmal auf, dann sieht man das meistens. Und da sieht man auch die ganzen GWPs zum Beispiel. Ich glaube halt bisher war es einfach egal. Und Lego hat halt auch jetzt softwareseitig dann nicht irgendwie eine Funktion eingebaut, dass dann irgendwie ein schriller Alarm losgeht, wenn man GWP zum zweiten Mal bekommt. Wäre ja auch von Lego blöd. Ja? Weil es gibt ja so Opfer wie uns, die ja durchaus ein GWP auch mal mehrmals haben wollen. Das heißt, man kauft extra nochmal etwas, um diesen Mindesteinkaufswert zu erreichen. In Klammern, Umsatz für Lego. Also sie wären ja schon deppert, wenn sie das verhindern würden. Und ich kann nur zumindest für mich sprechen, dass ich wegen den GWPs Sachen bei Lego kaufe, die ich ansonsten nicht bei Lego kaufen würde. Also hoffen wir mal, dass sie da die richtige Entscheidung treffen. Nur eingeschränkt. Ja, manchmal funktioniert das auch nicht so richtig. Man muss das irgendwie mehrmals probieren. So.
Fundament wächst für die Hütte, also zumindest außenrum. Ich weiß ja nicht, wird die nochmal irgendwie erhöht? Ah, da kommt ein bisschen. Ist das überhaupt die Hütte? Wie verläuft hier der Fluss? Ah, nee, die Hütte ist eher hier, in dem Bereich. Warten wir es ab. Guten Abend, Manni. Genau, Dreams gibt es auch irgendwie nochmal neue Folgen. Habe ich auch irgendwo gelesen. Habe noch nicht mal die alten fertig geschaut. Deswegen erstmal wurscht. Dafür gibt es auch neue Folgen von Only Murders in the Building. Weiß nicht, wer das kennt. Ist nicht unbedingt Kinderkost, aber auch ganz spannend bei Disney Plus, wer es zufällig hat. Und das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt fehlt noch das hier. Das ist immer so ein lästiges Suchspiel, diese Plattengeschichte. Ja, aber Einkauf teilen, das ist schon wieder, da muss der Store kulant sein, weil sie dürfen natürlich, ich glaube, sehenden Auges dürfen sie nicht GWPs mehrmals rausgeben. Aber es gibt ja auch manchmal Stores, die irgendwie mehrere Kassen haben, da könnte man nochmal reingehen. Oder man kommt irgendwie nochmal am nächsten Tag. Weil ja auch die Verkäufer ja auch irgendwie nicht jeden Tag zu jeder Zeit da sind. Und das funktioniert ja. Aber Einkäufe teilen ist eigentlich schon, ich glaube, auch nach jetziger Art und Weise nicht legal. Das ist komisch. Klingt nach einem individuellen Problem. So, jetzt kommt die Fließanleitung für den Bach. Fluss wird es ja nicht sein, viel kleiner. Dass man halt sieht, wo da die Koi-Karpfen hin sollen. Oder halt auch nicht. Das ist jetzt so ein bisschen monoton. Genau das meine ich, Mama Briggs. Auch mal so einen Fernsehschautipp abgeben. So, jetzt geht's los. Da sehen wir gleich dann den Effekt, dass das Wasser mich so ein bisschen dreidimensional wird und verschiedene Tiefen hat. Zumindest der Optik nach. Und das ist ja auch etwas, was man, auch wenn man jetzt irgendwie selber irgendwie so eine Wasserfläche im Mock baut oder in der Stadt oder was auch immer, sehr leicht auch imitieren kann, indem man auch einfach so ein paar Wedgeplates unter die Translite Blue Elemente setzt. Man kann es ja auch theoretisch, wer das Milzsystem verwendet, also das mit diesen erhöhten Platten, kann ja theoretisch es sogar so machen, wie es Lego bei dem Botanischen Garten gemacht hat. Also so richtigen hohlen Unterbau. Also erstmal hier aufpassen, dass wir hier die Fischchen richtig setzen. Sieht so ein bisschen aus, als ob sie sich so halb knutschen. Aber auch nur so halb. Ah, ich mache noch ein bisschen hier. Ja. Aber ich meine zumindest, dass sie das, aber dass es offiziell, glaube ich, nicht erlaubt ist. Und bei Lego hat ja manchmal durchaus spezielle Eigenarten, was Regeln angeht. Weil was mich zum Beispiel auch nicht mehr geht, und das ärgert mich persönlich so ein bisschen, während Corona war es in den Stores so, dass es diese Übersichten gab, welche Teile es in der Picky Brick Wall gab. Oder gibt, ja. Da, also von heute gab, damals halt gibt, so dass man halt nicht in die Fächer schauen musste, man durfte sich auch nicht selber bedienen. Und da haben die Store das auf so eine Platte gemacht. Super. Konnte man einfach drauf schauen, ah, das ist neu, braucht man. Gab es danach nicht mehr. Und gab ja auch dann, vielerorts hat man davon gehört, zumindest die Ambition, dass man irgendwie Lego schreibt, ja, hier könnt ihr es nicht wieder machen, das war doch cool. Ist nicht passiert. Und jetzt ist es wohl auch so, die Stores hatten
oftmals so eine Platte, wo die Teile drauf waren, die nicht mehr in die Wall gepasst haben, die dann irgendwie noch im Lager waren, sodass man sehen konnte, was quasi noch für zusätzliche Teile da sind. Und das ist jetzt auch verboten. Und das ist halt, also man fragt sich halt, warum? Ja, also völlig sinnlos. Niemand versteht es. Aber dann könnten Sie ja ein einheitliches Erlebnis schaffen. Ja? Kriegen Sie ja sonst auch mal hin. Machen Sie eine Demo-Platte, machen ein Foto, drucken das auf ein Blatt Papier oder halt PDF-E-Mail und dann sagen Sie, so hat es in jedem Store auszusehen. Also, keine Ahnung. So, ein bisschen Wasser ist jetzt schon gefließt. Was natürlich immer bei diesen Trans-Clear-Elementen sehr, sehr auffällt, ist natürlich, wenn unten drunter eine dunkle Farbe ist, ist einfach diese Schrift, die auf der Innenseite ist, die etwas unfreiwillig Textur gibt, die es so nicht brauchen würde. Es kommt mir auch ein bisschen krasser vor, als es früher der Fall ist. Aber ich glaube, das liegt vor allem an den 1x4-Elementen. Ja, weil wir haben ja hier TransClear 1x2 und 1x4. Und gerade bei den 1x4 ist noch ein bisschen mehr Schrift auf der Unterseite, sodass es halt nochmal ein bisschen gewichtiger ins Auge fällt. Ja. Aber so viel halt zum Thema, Lego macht nicht irgendwelche Regeln. Genauso, dass die ja auch nicht die Kartons rausgeben dürfen. Also die Umkartons, mit denen die kommen, mit der Lieferung, die eigentlich hervorragend geeignet sind, um Sets irgendwie zu lagern, auch für Privatleute, die aber weggeschmissen werden. Und die Begründung soll ja sein, ich weiß nicht, ob das stimmt, damit die nicht verkauft werden. Ist doch auch Quatsch. Die schmeißen es lieber weg, als jemanden zu geben. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich das vielleicht manchmal trotzdem gemacht wird, aber die Grundintention ist nicht erlaubt. So, jetzt haben wir hier den neuen Koi. Was natürlich hier, wir haben ja hier nochmal Sandgreen auch zwischendrin. Aber es fällt jetzt nicht irgendwie negativ auf, dass hier nochmal ein Farbwechsel ist zwischen dem Green und dem Sandgreen. Jetzt überlege ich gerade, ob es diese, vielleicht gibt es diese 3x3 Wedgeplate nicht in den normalen Grün, sondern nur in Sandgreen. Weil in Dark Green haben wir sie verbaut. Wo ist sie? Hier, direkt hier. Aber vielleicht gibt es sie nicht in normalen Green. Oder es war eine absichtliche Entscheidung, dass da so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Das ist jetzt meditativ. Das ist der Garten der Stille, wenn man ein bisschen Fliesen legt. Ja, diese Umkartons, wo ein Set drin ist, die sind, glaube ich, davon ausgenommen. Also wo immer drauf steht Ready to Ship. Sondern es geht um die Kartons, wo mehrere Verpackungen, also dann das Set dreimal zum Beispiel drin ist, also diese richtig großen Kartons. Also ich glaube, diese Ready-to-Ship-Dinger, die sind davon ausgenommen. Und inzwischen sind ja fast alle Sets, die so ein bisschen größer sind, gefühlt in diesem Ready-to-Ship-Ding drin. Weil selbst die Corvette, die ja von der Box relativ klein war, also war jetzt ja auch nicht größer als das hier, selbst die hatte ja einen eigenen Ready-to-Ship-Umkarton. Ob das jetzt umweltmäßig so viel besser ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ja, geht immer noch weiter hier. Also das hier ist so meditativ mit diesen Fliesen immer. Da braucht man keinen Tee, da braucht man, glaube ich, einen Schnaps. Oder einen Schluck Kaffee.
Ja, stimmt, weil die im Regal sind ja ausgepackt, aber meistens sind sie dann so clever und sagen dann, stopp, du kriegst eins mit Umkarton. Und so habe ich das jetzt schon ein paar Mal erlebt, weil das wäre ja sonst wirklich der totale Blödsinn. Sie auszupacken, um ins Regal zu stellen. Aber Lego wird ja schon wissen, was sie tun. Ich weiß es nicht, denn hier ist ein Baufehler. Baufehler. Hier komme ich in Koi hin. Aber das ist jetzt ja alles nicht elementar. Das mit den Kartons stört mich auch ehrlicherweise nicht so sehr wie diese Geschichte, dass sie nicht diese Übersichten bei der Pick a Brick Wall machen dürfen. Weil das einfach Kundenservice ist, der de facto verboten wird. Ach so. Nein, es sollte jetzt keine Fliesenleger-Diskriminierung sein, sondern es ging um Koi-Karpfen Fliesenlegen. Das ist sehr, sehr meditativ. Deswegen hatte ich ja auch, als wir Ninjago City und Co. gebaut haben, den Teil ja sogar mal vorgebaut. Hätte ich hier vielleicht auch machen sollen. Der baubare Chewbacca, ich würde ihn gerne mal in echt sehen. Ich habe ihn bislang noch nicht in echt gesehen. Und ich glaube, es hängt dann stark davon ab, wie der in echt wirkt. Und ob er wirklich so schlimm ist, wie alle im Vorfeld getan haben. Oder ob er in echt vielleicht gar nicht so schlecht aussieht. So. Warum hier noch gelb drunter ist, macht das, hat das irgendeinen Sinn? Nee. Den Koi haben wir. Da kommt noch mal einer hin. Was sagt die Uhr? Viertel nach 10. Ja, also bei 50 Euro unter UVP würde ich auch zuschlagen. Ich würde aber schon vielleicht bei diesen obligatorischen paar 30% schon mal zuschlagen. So, jetzt ist hier irgendwas nicht so, wie das da auf dem Bild ist. Das ist ja immer noch der Krampf in diesen Fliesen. Dass, wenn man eine Feder macht, sie hoffentlich schnell bemerkt werden, ansonsten sind die schwierig zu korrigieren. So, 1, 2, 3. Erinnert mich so ein bisschen an die Lego Art Sets. Wir können ja auch mal die Weltkarte im Stream bauen. So als ultimatives, langweiliges Bauprojekt. Mein Scherz. So. Aber Raphael, damit gehörst du schon zu den wenigen, weil die meisten sagen ja, oh, der ist so hässlich, der Chewie. Ich finde ihn jetzt nicht hässlich, aber ich finde ihn halt zu teuer für das, was es ist. Oder sagen wir so, er ist nicht schön genug für den Preis. So. Der Teich wächst. Langsam und beharrlich. Und wie gesagt, der Effekt ist ganz gut. Dass hier Sandgreen drunter ist, das fällt kaum auf, wie man sieht. Im Gegenteil, es macht nochmal so ein bisschen mehr Struktur irgendwie so ein bisschen in den Untergrund. Das Dark Green sieht natürlich immer so ein bisschen aus wie Schwarz. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob Schwarz wirklich schlechter aus oder anders aussehen würde als das Dark Green. Theoretisch könnte man wahrscheinlich auch fast zu dem Schwarz wechseln, weil hier fängt ja dann Schwarz an, in dem Bereich.
Und man sieht da kaum einen Unterschied im Dark Green. Ein Ewok. Ja, so ein großer Ewok wäre nicht schlecht. Also so ein baubarer Ewok. So, letzte Runde Fliesen legen. Und dann ist es mir auch geschafft und dann ist mir auch die Tüte auch fast fertig. Und dann können wir uns wieder den schönen Sachen widmen. Ja, so ein Ewok wäre echt nicht schlecht. Die Idee gefällt mir ganz gut. Also wie gesagt, ich glaube halt, dass das Hauptproblem von Chewbacca ist auch weniger die Optik, die mit Sicherheit auch gewöhnungsbedürftig ist. Aber wie gesagt, ja auch die Vorlage, also der echte Chewbacca in Anführungszeichen, ist ja auch keine Beauty Queen. Ja. Und das schlägt natürlich dann bei so einem Lego-Set vielleicht doppelt zu Buche. Aber der Preis ist halt einfach echt eine Ansage. Also UVP-Preis. Und ich glaube, der Markt wird das schon regeln. Wie gesagt, ich glaube, es ist auch demnächst wieder Alternate Live Shopping. Habe ich irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht, was für ein Termin. Und vielleicht kriegt er ja Chewie seinen ersten Auftritt im Rahmen dessen. Weil was Alternate an Rabatten raushaut, das ist ja schon nicht mehr feierlich. Wie gesagt, das Set hier, kaum auf dem Markt und schon nah an den 40%. Ah, hier. Kurz gedacht, dass eine Fliese fehlt. Puh. So. Der Koi-Karpfen-Teich ist fertig. Also hier ist nochmal das Schwarz, damit es nochmal tiefer aussieht. Also man muss sich wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen, hier kommt so ein kleines Bächlein und wahrscheinlich würde hier dann so ein riesen Tümpel kommen. Und dadurch wird es halt immer tiefer. Mit oder ohne Ukulele, das ist die Frage. Jetzt haben wir hier wieder einen tollen Hinweistext. Was steht hier? Nicht so wichtig. Jetzt kommen nämlich diese Seerosen. Gibt's dazu schon irgendeinen Mock zu dem Zen-Garten? Ah ne, botanischen Garten. Ja, als langfristiges Ziel ist das glaube ich schon mal geplant, dass man da ein ganzes Gebäude draus macht. Aber auch da ist ja noch das Problem, der botanische Garten, es gibt ihn noch nicht so wirklich günstig. Der ist ja auch so teilexklusiv. Also es gibt ja irgendwie einen Anbieter, der hat ihn noch. Aber da ist der Preis ist auch nicht so sexy. Also ich glaube, der muss erstmal richtig günstig werden. Und ich glaube, da mache ich diesen oder einen von diesen Mocks auf jeden Fall mal. So, jetzt sind hier diese Blümchen. Die sehen natürlich sehr, sehr groß aus. Ich glaube, beim Frühlingslaternenfest war das, glaube ich, mit den Schalen in Weiß damals noch. Ganz dunkle Erinnerung daran. Was halt so ein bisschen schade ist, halt einfach, dass der Tisch ja, in dieser Form ist. Also andersrum wäre schöner, wenn er so ein bisschen nach oben steht. Oder halt ganz flach, wie das halt bei diesen Malerpaletten ist, aber auf die man halt keine Blüte aufbringen kann. Ja, also wie man macht es verkehrt. Ah, stimmt, Müller. Ja, und Müller hat ja immer schon mal, ist ja ein gutes Einstiegstor für Rabatte, weil Müller, weiß nicht, wer es kennt, Rossmann hat ja so 10% Papiergutscheine, die in Briefkästen geworfen werden. Und die akzeptieren ja auch die meisten Müller. Ich glaube nicht alle, aber die meisten tun das. Aber man braucht das Original im Papier. Und dann halt noch Corporate Benefits. Ja, das ist so ein Programm für Firmen, wo viele Firmen Mitglied sind, wo man dann verschiedene Sachen günstiger bekommt und dort bekommt man ja die Müller-Gutscheine für 12% Rabatt, also mit 12% Rabatt. Also man kauft was bei Müller, 10% minus Rossmann-Gutschein plus minus 12%, wenn man halt bei Corporate Benefit irgendwie Mitglied ist über die Firma
Und das ist nochmal Zusatzrabatt. Ja, und das kann sich schon mal lohnen. Vor allem dann, wenn Milch Müller sowieso Sachen im Angebot hat. Und es gibt ja jetzt durchaus so ein paar Sachen, die jetzt bei Müller, ich glaube, jetzt bis Ende August noch im Angebot sind. Das sind nämlich diese Jurassic Park Sets. Also noch die neueren Sets. Und die sind halt so rabattiert und man kann sie halt nochmal mit Rabatt günstiger kaufen. Wenn man halt diese Gutscheine hat und dann vielleicht noch, also die Rossmann-Gutscheine und dann noch Corporate Benefits zufällig benutzen kann. Einmal 16 Reddish Brown. Die Hitze hat mir heute nicht gut getan. Mein Gehirn fühlt sich nämlich so ein bisschen matschig an. Und das müssen wir mal genauer anschauen. Ah. So rum wird eine Geschichte draus. Ja, aber stimmt, Müller hat das jetzt auch. Und dann, weil ja das Set auch von den Teilen her ganz interessant ist. Also der Botanische Garten. Und man muss ja aus dem Botanischen Garten ja nicht zwangsläufig wieder einen Botanischen Garten bauen. Sondern kann ja auch sonst was draus bauen. Alles, was so ein bisschen so Kuppelstruktur hat oder einfach mit dem Weiß, ist ja sehr dankbar. Und diese etwas exotischen Farben im Inneren, ja, mit diesen Trompeten und was da noch alles war in exotischen Farben, das muss man ja auch nicht verwenden. Außerdem wird jetzt erstmal bis September weniger Lego gekauft. Habe ich für mich selbst beschlossen. Also vielleicht dann noch die Kamera diesen Monat. Falls ich sie, wie gesagt, irgendwie irgendwo früher zu schnappen bekomme. Und dann ist ja auch schon September. Und Gringotts steht vor der Tür. Und vielleicht noch die Concorde. Und da muss ein botanischer Garten hinten anstehen. Und ich habe den Fehler gemacht, das ist ja jetzt auch wieder Scareback, also dieses Scareback Fan, also Week, in Klammern Weekend, Ende September. Und obwohl ich es nicht wollte, habe ich mich auch für diesen P-Shop, ja, also diesen Mitarbeiter-Shop beworben und einen Slot bekommen, wo man ja Lego damit 50% kaufen kann. Man könnte natürlich da jetzt auch einfach den Botanischen Garten kaufen. War keine gute Idee, sich da zu bewerben. Lieber die Fabrik angeschaut oder dergleichen. Ja, Star Wars habe ich ausgeblendet. Also Ghost würde mich auch reizen, aber muss jetzt nicht Day One sein. Das Mikro Hogwarts, genau, kommt ja auch jetzt im September. Vorteil, freier Handel, kann man aber später kaufen. Also, rede ich mir jetzt so schön. Vor allem glaube ich auch, dass wir das Hogwarts gut mit Rabatten sehen werden. Ja, oder nichts kaufen. Das ist natürlich der beste Move. Du hältst mit 50% im Mitarbeitershop im Billund kaufen können, aber du hast einfach nichts gekauft. Ja, aber ich glaube, da ist der Mensch zu schwach. Oder ich bin zu schwach. So, jetzt haben wir, wie Bob Rickman sagen würde, ein bisschen hier modelliert, ein bisschen Berg. Was kommt denn da hin? So, irgendwo habe ich was falsch gemacht. Weil ich bräuchte ja eigentlich noch eine 1x2-Plate. Oder ich habe irgendwo was falsch hingebaut. Egal. Wir holen einfach eine andere. Ne, das ist Bright Light Green. Et voilà. September wird teuer.
Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und wie gesagt, das Hogwarts Castle sieht auch echt gut aus. Wie gesagt, als Streaming-Material sowieso ausgeschieden, weil viel zu kleinteilig. Ich bin auch froh drum. Weil, wie gesagt, meine Argumentationskette ist immer so, ich kaufe die Sachen, weil da kann man ja einen Stream zu machen. Ja, und schon ist die Rechtfertigung fertig. Und das ist unheimlich gefährlich. Das reicht jetzt dann für Gringotts zum Beispiel und die Concorde. Aber halt Gott sei Dank nicht für jedes Set. Muss ja auch alles bezahlt werden. So. Ja, wir haben hier so ein bisschen jetzt so einen Berg geschaffen. Ja, kein Berg, aber eine Anhöhe. Hier fehlt offensichtlich noch was vorne. Da haben wir diesen Technik-Brick. Und in dem, in dem Bereich kommt ja dann diese Hütte. Hier, in dem Bereich. Das Teehaus. Hier wird wahrscheinlich diese, oder hier wird die Brücke angeschlagen. Deswegen haben wir hier diese Hingeplate. In Rot, die jetzt augenscheinlich erstmal nicht so gut passt, aber das passt dann schön zu dem roten Geländer. Ah, hier ist eine in Dark Ten, das heißt, irgendwo habe ich eine falsche reingebaut. Ja, hier sehen wir die Brücke in Rot. Irgendwo habe ich eine Dark Ten hingemacht. Ah, hier. Wo eine grüne hätte hin sollen. Und dann kommen wir zur Tüte Nummer 6. Und das ist völlig verwirrt, der Junge. Da war die Anleitung zugeschlagen. Und das ist, glaube ich, die letzte Tüte, die wir heute machen. Und dann machen wir den Rest einfach im zweiten Teil, weil für alles ist es, glaube ich, ein bisschen schwer zu sagen. Ein bisschen steil. Wo geht's denn hier los mit Tüte 6? Ah, hier. Ja, aber Matt, das mit dem Garten war ja auch Alternate-Angebot günstig. Das war ja auch nicht geplant. Das war ja auch nicht geplant. Und dann habe ich ja diesen Skandal gewittert, den Ferdinand ja eigentlich schon heraufbeschworen hatte mit seinen Bildern. Und dann habe ich echt Pech und mein Set ist wesentlich besser als seins. Ich komme da noch nicht klar. Komme da nicht drauf klar. Nein, natürlich freue ich mich, dass meins nicht diese Qualitätsprobleme hat. So, ich glaube, das wird jetzt auch ein eher so medium spannender Bauabschnitt werden. Wir haben sehr viel Grün, vor allem auffallend viele 2x6 Bricks in Grün, ein paar 6x6 Plates in Dark Green. Sehr viele hier von diesen Corner-Tiles, also mit den abgerundeten Ecken in Grün. Die hier mal so diese Umfassung sind für diese Modullöcher. Und wie gesagt, unten ist ja eine 2x2 Fliese drin. Das heißt, wir werden verschiedene Sachen einfach reinstellen. Die sind nicht festgenobbt in irgendeiner Form. Das heißt, man wird sie einfach irgendwie umsetzen können. Also so ein bisschen modulares Hin- und Her-Geschiebe dann am Ende. Wird man wahrscheinlich nicht machen. Ja, also mein Reflex ist ja in solchen Situation ja auch erstmal, es einfach so zu machen, wie Lego das in der Anleitung vorgibt. Man ist ja so ein bisschen zwanghaft. Das war's dann. Und ein roter Stein. So, erstmal grün. Nochmal grün hier. Und irgendwo kommt hier noch ein Grau hin. Hier dazwischen. Jetzt kommt auch schon die Befestigung für die andere Seite der Brücke. Auf jeden Fall ist das Ding relativ groß, wenn es vor allem so liegt. Das hätte ich nicht gedacht. So.
So. Jetzt kommt nochmal die Erhöhung auf der anderen Seite. Also dadurch haben wir noch ein bisschen mehr 3D-Effekt, was diese ganze Bodenstruktur angeht. Und here we go. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ah, hier auch ganz schön. Ja, das ist diese Plate mit diesem, ja, viertelrunden Ausschnitt. Sozusagen eine Kurve. Damit das alles nicht so eckig aussieht. Jetzt können wir hier noch ein paar Wedge Plates. Und dann ist der Uferverlauf zumindest schon mal fertig. Ja, also wie gesagt, hier kommt das Bächlein an und dann öffnet sich das zu so einem großen See. Und das sieht eigentlich, ich finde es cool gemacht. Ich finde halt einfach die Blumen etwas zu groß im Verhältnis. Die sind ein bisschen zu massiv. Aber das ist am Ende ja auch so ein bisschen individueller Geschmack. Ja, das mag jeder am Ende vielleicht dann auch ganz anders sehen. Wann geht es überhaupt mit Quatschen und Bauen von Stonewalls wieder los? Weiß das jemand zufällig? Also bis wann die noch Sommerpause machen? Hatte mich aus dem Grunde, ich jetzt weiß nicht, wusste, vorsichtshalber mal nicht am Dienstag wieder gemacht. Sondern am Montag. Zumal es sich ja für die Bio-Waren ja auch anbietet mit dem Feiertag, wo man nicht so früh ins Bett muss. Das ist eine gute Frage, Dennis, mit dem Lockshoppen. Also jetzt irgendwann mit paar 20. haben wir auf jeden Fall das Announcement für die zweite Series 2. Ist es am 23. oder ist es am 24.? Und da bin ich ja sehr gespannt, ob jetzt diesmal Jonas Kramer es geschafft hat, mit seinem Pilzhaus dabei zu sein. Ja, stimmt. Ich glaube, Bestellung ist mich erst nächstes Jahr gewesen. Das war ja, was so ein bisschen merkwürdig war, dass man mich, nachdem die Sets ausgewählt wurden, sehr, sehr lange Zeit vergeht, bis man diese bestellen kann. Aber was jetzt ja demnächst kommen sollte, sind ja dieser Pop-Up-Store, ja, wo man die nicht qualifizierten Entwürfe dann über Bricklink, über die Shops kaufen kann. Ah, okay. Dann habe ich ja alles richtig gemacht, dass er, wenn er morgen dann streamt, weil wie gesagt, man muss sich da ja nicht in die Quere kommen. Gar nicht notwendig. So. In der Zwischenzeit hier. Hier mit diesen ganzen 2x6 Bricks. Ziemlich massiv. Wird das hier jetzt alles ein bisschen aufgefüllt? Ist das hier... Da fehlt noch 2x3 und dann kommen hier die Plates drauf. Genau, diese Power-Up-Stores kommen und da ist ja auch die spannende Frage, was dabei ist, weil ich finde das System super unattraktiv für alle, die daran teilnehmen müssen oder können. Es dürfen ja gar nicht alle daran teilnehmen, weil man muss ja auch als Anleitungsersteller, also einen Shop bei Bricklink eröffnen. Total, total komisches System. Also noch umständlicher hätte es Lego gar nicht machen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass allein schon deswegen viele keinen Bock drauf haben. Und dann ist mich die Frage, was ist dieser Mock Pop-Up Store mit den gescheiterten Entwürfen überhaupt noch wert? Aber das auf jeden Fall sollte jetzt ja irgendwann dann losgehen. Ich glaube September irgendwann. War, glaube ich, ursprünglich die Aussage dazu. So, Grünfläche, das Ganze ist auch noch relativ stabil. Natürlich fehlt ja noch der komplette Rahmen. Ja, also das wird ja noch einmal komplett in Schwarz umfasst werden. Deswegen haben wir jetzt auch hier zum Beispiel
so ein paar Hohlräume, die auch einsehbar sind, weil das wird man später nicht mehr sehen. Nee, das war ja schon immer so spät. Also das ist irgendwie so ein bisschen Fehler im System. So, jetzt mal weiter. Irgendwie ein paar Bauschritte vergessen. Zwischendrin. Zack, zack, zack. So, nochmal ein 1x3, 2x3. Und jetzt kommt hier nochmal eine Ecke. Das ist das hier. Also bisher wäre dieses Set auch ein guter Teilespender. Also wenn man jetzt irgendwie auch eine Landschaft oder dergleichen bauen möchte. Weil ansonsten braucht man natürlich nicht so viel Grün. Aber wir haben bisher sehr, sehr wenige farbliche Ausreißer in diesem Set. Wie gesagt, das höchste Gefühl ist eigentlich hier das Gelb gewesen bisher. Es sei denn, nee, viel Buntes kann auch nicht mehr kommen, weil in den Tüten ist auch nicht mehr viel Buntes drin. Ja. Sehe ich genauso, Dennis 4x4 dieses Jahr wird noch sehr, sehr teuer werden. Denn die Gerüchteküche sagt uns ja sehr, sehr viele gute Sets voraus. Ja, also zumindest die das Potenzial haben, gut zu werden. Ja, jetzt gut, Gringotts hat man ja schon gesehen. Der Avengers Tower hat viel Potenzial grundsätzlich. Also könnte auch so ein ja, Must-Have-Set werden. Venator. Obwohl ich Star Wars Fan bin, reizt mich jetzt nicht so über Gebühr. Das ist aber schon mal gut, weil ich glaube, dass die jetzt auch so vom Bauspaß her auch überschaubar bleibt, wie das halt immer so bei diesen großen cleanen Raumschiffen der Fall ist. Also bin ich gar nicht traurig drum. Aber wie gesagt, da kommt noch genug dieses Jahr. Orient Express. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber da bin ich auch an dem Punkt, wo man aufpassen muss, dass die Erwartungshaltung nicht zu groß wird und dann die Enttäuschung entsprechend. Weil ich glaube einfach, dass der Hochwald Express unheimliches Potenzial hat, wenn die Uhr es richtig macht. Und Dennis schreibt auch, der Zug. Der Zug hat Zug. Genau, ach, Wikingerdorf haben wir auch noch. Aber das hat nicht so viele Teile. Ich glaube, das ist so, wo man sagen könnte, also zumindest ist es nicht preislich so eine totale Eskalation. Und ich glaube, bei dem Wikingerdorf ist alles möglich von es ist total cool bis oh, das haben wir uns aber besser vorgestellt. Aber das werden wir ja auch bald wissen, denn auch das Wikingerdorf müsste ja jetzt im Oktober dann kommen. So, irgendwie habe ich irgendwas vergessen. Denn hier liegt eine 1x2. Achso, das war die, glaube ich, die wir vorhin zu viel hatten. Aber hier ist eine 10 wieder übrig. Wahrscheinlich irgendwo vorher vergessen. Irgendwo so im Innenbereich. Da ist eine drin. Ich glaube, die zweite Welle Dreams kommt erst nächstes Jahr, oder? So habe ich das zumindest verstanden. Aber bei Dreams eilt es mir auch jetzt nicht so. Egal, wird keine tragende Funktion haben. Ach, ihr dürft gerne ein Like da lassen. Das muss ich ja, hätte ich mal früher sagen sollen, als es noch mehr Schwung hatte hier im Stream. Jetzt ist schon wieder fast zu spät. Alle wieder fast am Einschlafen. So, ich glaube, jetzt machen wir hier am besten Schluss. Weil das Ding jetzt durchzuzimmern, ich glaube, das wird nichts.
ist natürlich so ein bisschen unbefriedigend, weil ich glaube, dass wir hier mit keine große Veranstaltung gefüllt kriegen. Wo man das irgendwie mit so einem kleinen Set aufhübschen müsste. Hm. Schlecht geplant. Hätte man früher anfangen müssen. So, auf jeden Fall Tüte Nummer 6 ist erledigt. Und wir haben... Was kommt denn jetzt noch? Ja, aber noch eine Tüte würde jetzt unser Problem vergrößern. Weil dann bleibt ja noch weniger fürs nächste Mal. Schwierige Entscheidung. Also wir sind jetzt schon über der Hälfte drüber. Ich überlege gerade, was ich für ein kleines Set hätte, was wir ansonsten beim nächsten Mal noch hinterher räumen könnten. Leider ist meine Bestellung mit den anderen Dreamsets, ich hatte nochmal Dreamsets bestellt bei, was war es, Pro Shop? Und Pro Shop versendet mit DPD. Und weil ich im Herzen ein Schwabe bin, habe ich Lieferung an einem Pickup-Store gemacht, weil es 1 Euro billiger ist. Und konnte nicht zugestellt werden an ihren eigenen Pickup-Store. Ich habe keine Ahnung. Ist wieder zurückgegangen und ja, dann ziehen wir halt durch, mein Gott, ist mir doch egal. Muss ich mal nochmal Kaffee trinken. Auf jeden Fall ist es zurückgegangen. Pro Shop hat mir alles erstattet. Aber warum kann DPD nicht an den eigenen Pickup Store zustellen? Das kann ja wohl nie sein. So, jetzt wird es richtig baulich. Highlight. Wir haben hier viele von diesen 1x4 Brick Modified. Jetzt einfach mal hier in die Seite kommen, weil wir jetzt nämlich den Außenrahmen bauen. Jetzt müssen wir aber ein bisschen baulich dann ein bisschen Land gewinnen. Es war aber zu normalen Öffnungszeiten, Philipp. Und damit erstmal schönen guten Abend. Das ist schon so eine Art Kiosk. Die haben so, ist so eine Mischung aus Kiosk, Getränke, Laden. Die haben aber eigentlich immer offen. Also ganz mysteriös. Und vor allem verstehe ich ja nicht, also entweder gibt es diesen Pickup-Shop gar nicht mehr. Das müsste man halt überprüfen, mal vorbeifahren. Dann dürfte er nicht in deren Liste auftauchen. Wenn es jetzt irgendwie ein temporäres Problem ist, warum versuchen sie es nicht noch mal am nächsten Tag? Machen sie ja bei, wenn du etwas zu dir nach Hause bestellst, ja auch. Sagen sie, ja, wir haben sie nicht angetroffen. Selbst wenn du zu Hause warst, schicken sie dir das ja manchmal. Und kommen dann am nächsten Tag noch mal. Aber in dem Fall haben sie wirklich, konnte nicht zugestellt werden. War irgendwann so mittags um 2, ganz normale Zeit. Und zack, bumm, zurück. Mir ist es auch erst aufgefallen, als ich dann von, ist das Schweden, Pro Shop, irgendeine E-Mail bekommen habe von irgendeinem nordischen Postunternehmen, dass ein Paket unterwegs sei. Da war das Paket aber schon wieder in deren Sphäre, ja, also auf dem Rückweg. Und ich wurde darüber informiert, dass das Paket, zwar meine Zieladresse war noch angegeben, aber offensichtlich in die andere Richtung gegangen war. So, also Rahmen, hochspektakulär, ganz viele von diesen Brick Modifieds in schwarz. Einmal komplett rum. Und jetzt wird das Ganze verslopt werden. Und wir haben ganz viele von diesen 2x4, von diesen ja, relativ flachen Curve Slopes. An sich schöne Teile und natürlich hier dann auch in Massen enthalten und die werden jetzt einfach hier dran gepflastert. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Bautechnik bei dem Bonsai Tree war. Das schien mir aber so in Erinnerung zumindest etwas aufwendiger gewesen zu sein. Könnte aber auch eine Illusion sein. Ah, Dänemark war es, genau. Das Legoland-Land. Ja. Aber die haben eigentlich immer offen. Also wie gesagt, ich habe da ja schon häufiger mal Sachen abgeholt. Und ganz merkwürdige Geschichte.
Weil einmal hatte auch ProShop, ich meine bis heute, dass ich das nicht bewusst irgendwie entschieden habe, selber mal eine Lieferung zu einer, oh, das war mir zu überambitioniert, zu mir nach Hause bestellt und dann haben sie es trotzdem irgendwie umgestellt auf eine Lieferung an einem Pickup-Shop. Aber das war mir irgendwie nicht klar und dann hätte ich fast das Paket verpasst, weil irgendwann wird es hier zurückgeschickt. Oh, welches? Ah, jetzt passt das. Achso, dieses Scareback Fan Event, nee, das kostet gar nichts. Aber man muss halt immer sich rechtzeitig anmelden. Also als Besucher kann man, glaube ich, auch jetzt immer noch einfach hingehen. Da gibt es ja auch eine Ausstellung dann Samstag und Sonntags in Scareback. Ist so ein kleines Kaff im Nirgendwo. Ich weiß nicht, ob die Eintritt verlangen für Besucher. Keine Ahnung. Aber halt dieses Rahmenprogramm, was es da noch gibt, also mit Fabrik und vielleicht im P-Shop einkaufen, das ist halt so ein bisschen so wie Sommerschlussverkauf. Mehr Nachfrage als Angebot, da muss man schnell sein Unglück haben, also diese Kombination aus all dessen, um da halt so einen Slot zu bekommen. So, untere Reihe fertig. Macht gar nicht scharf das Ding hier. Ja, sieht man. Tüte 8 sehen wir immer noch schwarz, das heißt Rahmen Teil 2. Und wir sehen auch wieder hier schon diese Füßchen. Ja, also wir kriegen auch wieder diese Kombination aus diesen Flugzeuggummireifen, die so als Anti-Rutsch-Füßchen unten verbaut werden. Irgendwas stimmt. Ich wollte ja den Fokus der Kamera mal umstellen. Wieder. Verläuft sich immer noch so ein bisschen. Bauen wir jetzt schon mal vor, obwohl das die Anleitung noch nicht sagt. Also mutig. Obwohl, ich glaube, vielleicht war es sogar die richtige Entscheidung, weiterzumachen. Denn ich glaube, jetzt zumindest der Bauschritt geht zügig. Genauso wie der vorherige. Also vielleicht doch keine Fehlentscheidung. Da kann man auch campen. Teilweise. Also Natur gibt es ja in Dänemark genug. Kenne mich jetzt aber auch mit Camping nicht so aus. So. Mal schauen, dass hier alles seine Ordnung hat. Also jetzt durch den Rahmen wird das ganze Ding natürlich nochmal einen Ticken breiter. Weil der nochmal so ein bisschen aufträgt. So, zack, zack. Aber ich kann ja mal aus Scareback so ein bisschen Berichterstattung machen. Vielleicht mache ich mal ein paar Handy-Videos und mache die in die Telegram-Gruppe. Dann kann man das sich mal anschauen, was es damit auf sich hat. Das wäre dann vielleicht eine gute Idee. Aber jetzt mal hier Fliesen dran machen, Angusspunkt. Muss jetzt nicht nach vorne schauen. Und zack, zack, zack. Das ist eine 2x2. Wo ist der Angusspunkt? Hier
Also ich finde das Set bisher echt, das sieht cool aus. Also ich glaube, ja, vor allem jetzt mit diesem schwarzen Rahmen, ja, der nochmal so ein bisschen höher. Das ist schon cool gemacht. Muss ich jetzt mal sagen. Und vor allem jetzt, wo wir hier kein Problem ist mit der Farbqualität haben, oder der Teilequalität wie andere. Hallo Michael. Ah, und wo ich Michael sehe, weil mich dieses Wochenende ist ja dann auch in Köln eine Veranstaltung, eine Ausstellung. Aber das kann, wie die heißt, Michael, glaube ich, genauer sagen. Und dann bei JB Spielwaren das diesjährige Star Wars Event, was sie auch jedes Jahr machen. Hallo Beowulf. Ja, wir haben uns kurzfristig für die Verlängerung entschieden, denn eigentlich wollten wir bei der Hälfte Schluss machen. Aber dann haben wir uns entschieden, oder der Chat hat entschieden, dass wir es durchziehen und das Ding doch noch fertig prügeln. Deswegen müssen wir ein bisschen Land gewinnen, was die Geschwindigkeit angeht. Aber der Rahmen ist fertig. Jetzt fehlen nur noch die Unterseiten. Ah, okay. Also offensichtlich ist die Bautechnik, nein, also das Design ist zumindest gleich, weil in der Anleitung steht, kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, wir haben das ja schon bei dem Bonsai Tree gemacht. Ja, das ist so. Infotext dazu. Das ist jetzt so ein bisschen blöd, weil man auf die Unterseite baut, aber natürlich überall diese, ja gut, die Blumen glaube ich nicht, aber hier die Basis, man kann es ja nicht flach hinlegen. So, die drehen das glaube ich so. Jetzt kommen nämlich die Füßchen. Nee, offensichtlich haben die das gedreht. So, 1, 2, 3. Und dann hier nochmal. Ich will jetzt nicht die ganze Bude hier auseinander drücken. Und jetzt kommen noch die Füße drin. Dann ist auch schon Tüte Nummer 8 fertig. Und die letzten Tüten sind jetzt einfach das übrige Gerümpel. Ja, wir haben hier noch so ein paar Statuen, die da drin stehen. Dann, wie gesagt, gibt es ein paar Bäume. Die werden natürlich so bautechnisch so lala werden. Also jetzt nicht so spannend. Aber sogar durch die Reifen fast ein bisschen gedämpft zum gepflegten Dahinschmeißen. Und wie gesagt, das ist halt der Clou an dieser Flugzeugreifen-Gummireifen-Konstruktion. Ist halt einfach rutschfest. Ja, kann man theoretisch auf den Glastisch stellen, ohne dass dann gleich die komplette Butze in die Ohren fliegt. Tüte 9. Und da sehen wir jetzt, jetzt geht's in den Deko-Teil. Wird wieder ein bisschen kleinteiliger. Was wir noch nicht hatten, war bisher der Farn in Dark Green. Aber was haben wir hier? Die hier sind in Dark Green auf jeden Fall neu, also in dieser Farbe. Die gab es vorher nicht. Auch ganz cool, weil außerhalb des originären Systems. Diese Platten sind ja aus Mario, ja, die dann immer mit diesen zweimal irgendwas Plates dann verbunden werden. Hier mal auch abseits des Systems, passiert ja eher selten. Ansonsten diese Tubes in Rot sind glaube ich auch neu. Ich glaube, das gab es noch nicht, weil ich Linse noch mal in die Teilliste, genau. Recolor. Genauso Recolor ist der, also zum ersten Mal in dieser Farbe, der Roboterarm in Rot. Genauso wie das andere Stück. Was in diesem Set wohl auch neu ist, aber wir hatten es bisher noch nicht, ist die Zweierbar mit Stopper, also die kurze Bar
in Reddish Brown. Sehe ich mich gerade auf dem Bild. Aber die hatten wir noch nicht. Ich glaube, der Bonsai Tree hatte das genauso. Ich meine auch, dass er diese Anti-Rutsch-Geschichte hatte. Macht Lego ja häufiger so. Haben ja die ganz großen Max haben das ja auch. Also der Hulkbuster hat ja auch diese Gumminoppen. Dann der Tischkicker hat es auch gehabt. Nicht alles war schlecht beim Tischkicker. Der jetzt auch dieses Jahr ja dann schon EOL geht. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht wie andere offensichtlich. Also eigentlich schade, dass der schon weggeht. Den gab es immer so schön rabattiert. So. Ja, und jetzt wird es natürlich so ein bisschen fuddelig hier. Also es kommen verschiedene Steinwege. Machen wir es mal wieder so. Ihr wolltet, dass wir fertig bauen. Jetzt müsst ihr es ausbauen. Das mit dem B-Wing habe ich auch gesagt. Aber ich will ja auch nicht bereuen, dass ich ihn damals weggegeben habe. Die Frage ist natürlich nur, der B-Wing ist natürlich auch sehr special, ob der halt nochmal wiederkommt von Lego. Das weiß man natürlich nicht. Aber nächstes Jahr soll ja erstmal, zumindest wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, ja ein TIE Interceptor kommen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Gab ja TIE Fighter gab es ja, ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, dass es den gab. Und ich glaube, B-Wing eher nicht so in naher Zukunft. Weil jetzt zum Beispiel A-Wing war ja auch nicht so erfolgreich von Lego. Also das UCS-Set oder der Y-Wing ja auch nicht. Die liefen ja wohl alle nicht so brachial gut bei Lego. Also scheint es so alles, was so abseits X-Wing ist, sowieso so ein bisschen schwieriger zu haben. So, das ist jetzt hier der Steinweg, wo man dann einmal im Garten so ein bisschen rummarschieren kann. Wo ist hier die Quarterteil? Ich habe morgen auch frei. Ja, die Slave One. Also ich bin froh, dass ich sie habe. Hätte ich gewusst, wie beliebt das Set mal sein wird, hätte ich es, glaube ich, 10-mal gekauft damals. Aber wie gesagt, die Slave One ist auch mit Abstand eines der schönsten UCS-Sets. Definitiv. Optisch gut gelungen. Echt gut gebaut. Ist auch jetzt ein Set, wo ich sagen würde, ich wüsste jetzt nicht, was man besser machen kann. Da ist damals Lego echt ein guter Entwurf gelungen. Steinweg müsste jetzt gleich fertig sein. Achso, ja, Prince. Ja gut, das können sie natürlich. Obwohl meine bis heute unbestickert ist. Und ich finde zum Beispiel, dass die Slave One ist eins dieser Raumschiffe, wo es völlig egal ist, ob die Sticker drauf sind oder nicht. Die wirkt auch so unheimlich gut. So, Blümchen. Irgendwo muss noch eine Quarterteil sein. Hier ist sie. Und dann kommt wahrscheinlich als nächstes die Brücke. Ah. Kein Problem. So, jetzt verbauen wir noch diesen. Wir haben ja hier noch diesen Technik-Brick, der jetzt nicht unbedingt das schönste Bauteil ist. Funktional ist er auf jeden Fall nicht, also es gibt keinen Grund, warum hier ein Technik-Brick ist.
vielleicht einfach nur, damit es so ein bisschen luftiger aussieht, die Unterkonstruktion. Werden wir gleich sehen. Denn wir widmen uns jetzt dem Fundament des Teehäuschens. Beziehungsweise, das ist nicht mehr das Fundament, sondern ich glaube, das ist unter dem Teehäuschen. Ah, hier, Bern Brick, 2/3 hoher Brick in Light Bluish Gray. Und so, ein bisschen Oliv noch. Dann das hier. Obwohl, man sieht gar nichts mehr von dem Technic Brick. Ich dachte ja, dieser Bogen wird hier verbaut, dass es einfach so ein bisschen optisch nach was aussieht. Aber es kommen hier Bricks davor. Also, nichts ist mit dem Sehen. Dann ist wirklich die Frage, warum da ein Technic Brick drin ist. Aber wir haben ja noch ein bisschen frei. Vielleicht kommt ja hier irgendwas, warum der dann seine Daseinsberechtigung hat. So, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Dann die obligatorische Kröte. Hier in Dark Bluish Gray. Ist ja auch relativ selten gewesen. Ist mir, glaube ich, regulär im Set bisher nur in dem Haunted House war das erste. Das spätere. Das Fahrgeschäft. Irgendwo in der Fassade verbaut. Gab es aber zwischendurch auch mal die Dark Bluish Gray in irgendeinem dieser VIP-Ergänzungssets. Was sie zumindest in der Seltenheit so ein bisschen geschmälert hat. So. Ja, es beginnt hier so ein bisschen irgendwie Felsvorsprung. Stabiler Garten. Das ist er auf jeden Fall. Also stabil ist das Ding. Wenn das irgendwie so im Flur steht, vielleicht auf einer Kommode, durchaus geeignet als Schlaginstrument. Für unliebsame Gäste. Hier. Eine Fliese nicht gefunden. Da habe ich irgendwie richtig was vergessen. Ach, das wären hier die Stufen zu dem Teehaus. Aber irgendwie die Hälfte vergessen zwischendurch zu bauen. Oh, das ist selten. Ich dachte erst, da wäre ein Haar dazwischen. Aber hier war tatsächlich mal, und das kennt man von Lego eigentlich selten, so ein bisschen Gussgrat an der Kante des Steins. Hat man eigentlich nie sonst. Kennt man so, oder ich zumindest von so ein paar Alternativherstellern, wo jetzt die Teilequalität nicht so Premium ist. Daher etwas ungewöhnlich. So, also diese Mario 4x4 Plates sind jetzt die Aufstiegsstufen dann zu dem Teehaus, was hier irgendwo hier sein wird gleich, so dass man da halt hochdackeln kann. Schlittengott, ja, haben wir ja am Anfang besprochen, also Concord werden wir bauen. Bin ich mir relativ sicher, weil ich total wild drauf bin. Ich werde aber einen Teil vorbauen, glaube ich, so dass wir nur eine Tragfläche bauen, die andere dann vorgebaut ist, weil ich glaube, ansonsten wird das schon ein bisschen sehr, sehr monoton werden. Aber mit der Concorde ist zu rechnen. Definitiv. Kann ich auch wieder Flugscheißer spielen, so ein bisschen was zu Flugzeug und Hintergrund erzählen. Weil, wie gesagt, die Background-Story zu Concorde und halt auch zu dem Russen-Klon, also nicht Russen, sondern Klon der Sowjetunion, der Tupolev 144, ist ja auch ganz spannend. Vor allem, wer sie schon mal gesehen hat, weil die sehen sich ja sehr, sehr ähnlich, beide zum Beispiel. Wo man echt auf die Idee kommt, das könnte abgekupfert sein, aber dem ist nicht zwingend so, denn es gibt ja durchaus Gründe, warum das Flugzeug so aussieht, wie es aussieht. Moyalo. Ich finde es sogar, also ich finde es nicht klein, aber ich gehe jetzt auch im Kopf nicht davon aus, dass es 104,99 € kostet, sondern die
paar 60 Euro die Alternate dafür verlangt hat. Und dafür ist es gefühlt größer, als ich am Anfang gedacht habe. Ja, also es ist nicht so klein. Ja, jetzt habe ich hier irgendwo eine Baseplate zum Vergleich. Das ist zwar keine Baseplate, aber es ist eine Milzplate, weil das ist ja so eine Standard 32x32 Baseplate. Und wie gesagt, breiter ist es. Es ist nicht so tief. Also es ist angenehm groß. Und wie gesagt, da es ja durchaus auch bei anderen Händlern erhältlich ist, nicht Vollpreis zahlen. Und dann passt es auch, glaube ich. Und wie gesagt, ich glaube, es waren 67,99, irgend sowas bei Alternate. Und es sind ja auch fast 1400 Teile, davon auch nicht vergessen. Da passt er schon, finde ich zumindest. So, jetzt ist hier der Technic Brick komplett versteckt, denn wir haben hier ein bisschen Felsen vorgebaut. Vielleicht kann ich ihn nochmal abmachen. Ja. Also, dass es hier ein Technic Brick gab, hatte null Notwendigkeit, weil man sieht von ihm nichts. Also ich hätte auch zum Beispiel dieses Set niemals zum Vollpreis gekauft. Im Leben nicht. So, was steht hier schon wieder? Stones, rocks and sand often bring deeper meaning to the grounds. Okay. Wenn Lego das sagt, wird das wohl so sein. Hier sieht es irgendwie aus, als ob hier was fehlt. Noch mehr Felsen. Was natürlich schade ist an dieser Stelle, ist, dass dieser, wo sieht man es? Genau hier. Dieser Brick Modified mit diesen Studs an der Seite. Nehmen wir nochmal ab. Dass der tan ist. Und halt an dieser Ecke rausschaut. Jetzt könnte man natürlich sagen, es ist Sand. Aber es sieht halt einfach so aus, als ob Lego zu faul war, den Stein auch mal in Light Blue Spray aufzulegen. Kleines Detail, wird wahrscheinlich gar nicht so stark auffallen, weil ich glaube halt, dass die Hütte da auch zum großen Teil drüber steht. Aber man hätte es schöner machen können. Und wenn man es schöner machen kann, warum macht man es nicht schöner? Aber jetzt kommt erstmal die Brücke. Ja, dann sehen wir uns auch in Köln, Dennis. Also, darauf will es dann hinauslaufen. So, jetzt kommt der Brückenbogen. Ja, also hier diese neue Tube in Rot, die es bisher nicht gab. Und da werden jetzt zwischendrin ja, einfach hier diese 1x2 Platten, den Clipsen. Zwei Stück jeweils verbunden über eine Teil und das wird dann einfach links rechts reingeklippt auf dieses Tube Element und das müssen wir jetzt noch dreimal bauen und das wird mich dann die Grundlage der Brücke werden. So, ein drittes Mal. Also der Alternate-Preis war auf jeden Fall, der war gut. Gab ja auch andere gute Angebote, die habe ich irgendwie alle verpasst. Außer die Müllpresse von Lego, also Lego Star Wars. Geht nämlich auch dieses Jahr EOL. Nochmal mitnehmen. Für die Halde sozusagen. Obwohl die ja jetzt für die ganzen Investoren, sehe ich mich ja nicht dazu, ja unattraktiver wird mich. Der C3PO zum Beispiel, der mich in der Müllpresse ist, ist mich in der Jubiläumsausgabe des Lego Star Wars Magazins. Die Minifigur. Ja, bisher exklusiv. Beziehungsweise ist sie, glaube ich, auch schon nicht mehr ganz exklusiv, denn sie ist, glaube ich, auch schon in dem Yavin 4 Konstrukt drin.
aber es war eine seltene Minifigur, wird es dann mit Heft 100 eben nicht mehr sein. So, jetzt kommt hier die Brücke drauf. Und wir hatten ja hier diese C-Clamps vorhin schon eingebaut. Und da wird jetzt einfach die gesamte Brücke eingeklippt. Und wir sehen halt durch die, ja, weil mich die Bars länger sind als die, der, ups, nicht die, der Abstand zwischen dem, ich habe es heute mit der Wortfindungsstörung. Genau, die Brücke war vorher länger als der Abstand zwischen den C-Clips, deswegen richtet sie sich automatisch auf. Einfacher Sachverhalt, nicht auf die Straße gebracht. Dasselbe jetzt mit dem Geländer. Das wird in ähnlicher Weise gebaut werden. Auch wieder hier die Roboterärmchen in Rot. Und fertig ist dann die Brücke gleich. So. Nur, dass das hier nicht, hier nicht selber biegt, sondern gebogen werden muss ein Stück weit. Ja, und dann haben wir hier das Geländer. Da ist jetzt momentan relativ viel Spannung drauf, für meinen Geschmack. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt im Laufe des Streams noch irgendwann klönk, klönk macht und hier die Brocken um die Ohren fliegen. Natürlich wird der Tube mit der Zeit nachgeben. Ja, irgendwann weiß er zu akzeptieren, er hat verloren. Und dann biegt er sich geschmeidig. Aber momentan ist da noch richtig Spannung drauf. Wir werden es sehen. Ich bin einfach nur als Besucher da. Sonntag, glaube ich. So, zweites Geländer. Und finito. So. Jetzt kommen noch so ein paar Laternen. Die aber einfach nur, also die nennen es zumindest Laternen, die da im Garten rumstehen. Einfach hier so ein Cone, dann ein Travis Brick, ein 2x2 Tisch drauf und oben drauf dann das, das ist das blaue Licht, aber halt natürlich nicht in blau, sondern einfach in Light Bluish Gray. Und die werden dann einmal hier im Garten verteilt. Also wenn das irgendwelche Laternen sein sollen, es sieht halt nicht so aus. Auf den ersten Blick. Ich glaube das Lego aber, dass es sowas sein soll. Sieht eher aus wie so Skulpturen. Man lernt halt immer dazu. So, noch eine. So, brauchen wir noch zwei. Nee, ich glaube, was zu der Concorde kommt. Ich überlege gerade, Häuser der Welt 3 läuft ja nicht so lange, glaube ich. Und das Gringotts GWP wird es wahrscheinlich nur zu Gringotts geben. Wenn es denn so kommt, wie das proklamiert war im Vorfeld. So, letzte Laterne. Also jetzt füllt sich das Ganze mit Leben hier oben drauf. Und jetzt kommen die noch ein paar Bäumchen dazu. Ja, das sind diese neuen Teile in Dark Green, die es ja vorher noch nicht gegeben hat. Und da wird der Stamm einfach auch mal schön gemacht. Mit diesem Fels, ja, das ist ja diese Kopfbedeckung, diese alte arabische, ursprünglich gewesen, in Reddish Brown. Und dann hat man, ach, da kommt noch eine Bar rein. Bäumchen. Ich glaube, das war zu viel. Da haben wir es gleich ganz vergessen. Ist spannend, dass Lego das hier macht, weil ich finde, man hätte es nicht gebraucht. Ja, also das hier nämlich so eine Viererbar. Also kommt der Fest, dann kommt eine 2x2 Roundplate, dann kommt eine Viererbar und dann kommt das Formteil drauf. Einfach ein bisschen, um dem Stabilität zu geben. Wenn man das Ding einfach weglässt, würde ich behaupten, hält das genauso gut. Ja, natürlich ist der Schwachpunkt dann hier.
Aber das ist fester eigentlich als diese komischen Laternengeschichten. Also ich weiß nicht, warum Lego da so massiv baut. Also GWPs wird, glaube ich, noch spannend. Aber Lego hat ja manchmal durchaus die unangenehme Eigenschaft, dass wenn coole Sets kommen, es auch gar nichts gibt. Das wäre jetzt nicht der erste Monat, wo das so läuft. Gut, selbst wenn es das Special GWP für Gringotts gibt und nur für Gringotts, heißt es vielleicht auch, dass die Concorde-Erstkäufer leer ausgehen. Und das hatten wir, welcher Monat war das? Juli? Glaube ich, hatten wir ja schon mal die Konstellation. Und werde nicht vergessen, wie jemand das Bat Cave im Store am ersten gekauft hat. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gekauft habe. Und, ach nee, gab es da noch das Disney GWP? Ich überlege gerade. Auf jeden Fall, er hat nichts dazu bekommen. Und da habe ich mir nur gedacht, ich hätte dann das Bat Cave, glaube ich, nicht gekauft. Aber der wollte das Bat Cave, glaube ich, unbedingt haben. So. Ich glaube, hier der Frosch sitzt an der falschen Stelle. Jetzt kommen hier überall diese, weiß nicht, ob das so Pinien sind, auf jeden Fall so. Kurz hier mal schauen, dass wir die richtigen Positionen treffen. Süße kleine Bäumchen überall hin. Das hier und das hier. So, next step. Und wie gesagt, die Bäumchen sind super stabil gebaut, jetzt mit der Bar, aber auf der Plate sind sie natürlich trotzdem nicht sicher fixiert. Also abräumen kann man das auf jeden Fall, wenn man es drauf anlegt. Also sie hätten die Bars einfach weglassen sollen. So, jetzt ist hier, sind hier Teile, die ich nicht habe, verbaut oder wieder verpennt. Aber jetzt nochmal zurückgehen. Das habe ich noch, das habe ich nicht. Und dann nochmal eine Olive. Steinchen, Steinchen. So. Sieht so wieder aus wie eine Anleitung. Es ist wieder so eine schwarze Anleitung. Ja, das heißt, könnte sein, dass ich wieder schwarze Finger bekomme. Das ist halt immer der Nachteil von dem Nicht-Digital-Bauen. So, jetzt kommt das Fundament für das Haus. Ganz spannend, weil wir arbeiten jetzt mal hier. Das Haus steht ja so ein bisschen diagonal drauf. Und man sieht ja schon, dass es hier quasi ein Quadrat ergeben wird. Aber man muss da jetzt auch professionell selber das ausrichten, so dass es so halbwegs passt und alles in einer Flucht ist. Also eher ungewöhnlich für Lego, die ja doch immer versuchen, alles relativ einfach zu halten. Beziehungsweise ist es auch unschädlich, wenn der Pfosten jetzt nicht richtig ausgerichtet ist, weil die Noppe greift ja immer. Es sieht dann halt einfach aus wie Sacknüsse. Und kann man ja immer noch gerade drehen, wenn dann das Häuschen drauf ist. So, das kommt jetzt auch drauf. Na, hält das auch? Jo, es hält. Und dann ist das Teehäuschen. Ah, Redbeard ist noch on board. So, Teehäuschen ist drauf. Wir sehen hier in diesem Mario 4x4 Fliesen dann so ein bisschen der Treppenaufstieg. Dann stehen da die Schlappen. Und dann sehen wir innen drin das vorbereitete Tee-Zeremoniell. Vorher ein paar kleine Büschchen. Was hält? Tüte 10. Und da haben wir nämlich dann das coole Teil, was es bisher noch nicht in Reddish Braun gegeben hat. Ja, einfach hier ein bisschen Lims in Weiß, nichts Besonderes. Sehr viele Blüten. Das wird jetzt wieder ein bisschen zäh werden.
Aber wir haben das hier jetzt in Reddish Brown. Und wie gesagt, wer jetzt zum Beispiel Bruchteil gebaut hat oder die A-Frame-Hütte, da ist es noch ein Schwarz drin. Und das sieht halt immer so ein bisschen blöd aus, wenn man einen Reddish Brown, also einen Baum hat oder den Stamm oder den Ast in Reddish Brown, und dann war dieses Teil in Schwarz da drin. Und ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr beliebt werden wird, wenn es mal bei Pick a Brick erhältlich sein wird. Denn ich würde es auch sofort bestellen und halt erstmal bei Bruchteil zum Beispiel einfach austauschen. Und schon gleich sehen mich die Bäume besser aus. Bonsai Flashback. Ups, was war das? Irgendwas, was weggehört. Und schönen guten Abend, Aerosum. Ja, und jetzt geht's los mit, Überraschung, Bäumchen. Ja, Bäumchen Nummer 1. Hier sieht er noch ein bisschen sehr kahl aus. Aber er wird wohl ein weißes Blattwerk mit rosa Blüten bekommen. Und das erinnert dann in der Tat so ein bisschen an den Bonsai Tree. Kirschblütenbaum. Höchstwahrscheinlich. Here we go. Wo kommt das her? War das hier aus der Tüte? Seniler Mann baut Lego. Das Teil ist auch ein bisschen seltener. Ja, ist ja auch eins von diesen Schwanzelementen, was man schön für irgendwelche Bäume benutzen kann. Das hier ist ja dieses gebräuchlichere Rohr, so nenne ich es jetzt mal. War jetzt ja auch zum Beispiel bei dem Dream Set für die Schildkrötenbeine wieder dabei. Aber das hier ist relativ selten. Die Sprache hängt heute mal wieder besonders stark. So, jetzt das neue Teil in Reddish Brown. Und dann ein Winkelchen. Der Rechner bläst auch, als ob es keinen Morgen geben würde. Ah, und guten Abend, Luca Meier. Das ist mir fast durchgeflutscht, dass wir immer noch Neuankömmlinge haben. Dir natürlich auch einen schönen guten Abend. Also ich glaube fast, wir schaffen das heute nicht vor 12. Also war die Entscheidung vielleicht etwas mutig durchzuziehen. Aber auf der anderen Seite, es wäre auch keine abendfüllende Veranstaltung für den zweiten Stream gewesen. So, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ist auch neu. Das ist die Zweierbar mit dem Stopper in der Mitte, auch in Reddish Brown. Gab es so bislang noch nicht. Nehmen wir natürlich gerne mit. Und jetzt wird das ganze Ding hier mit Ästen versehen. Wirkt sehr, sehr ergonomisch eigentlich hier, vor allem durch dieses Zwischenstück. Man sieht, hier oben wird es dann so ein bisschen kantiger durch diese Technikelemente. Hier unten wirkt es aber sehr, sehr organisch. Ich finde immer, bei diesen Hörnern sieht man immer nicht so wirklich eine Anleitung, in welche Richtung die wirklich zeigen sollen. Weil da die Perspektive oftmals so ein bisschen täuschen kann. Ich überlege gerade, ob wir das hätten zweimal bauen müssen. Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe es nicht. Nee. Ein Single-Baum. So, und dieser Baum kommt jetzt. Wir haben ja überall diese Löcher. 2x2 mit unten der Fliese. Und 2x2 ist natürlich auch ein Brick mit oben, unten, beziehungsweise unten der Plate und oben der Teil. Ist natürlich genauso quadratisch. Und den kann man jetzt einfach hier reinsetzen. Ja, aber es ist halt wirklich nur reingelegt, aber natürlich durch die Passung halbwegs stabil. Und das könnte man jetzt überall reinsetzen, wo man es möchte. Und ich glaube, das ist halt eins dieser Spielfeatures, dieses Set, dass man einfach die Bäume und die anderen Gewächse überall platzieren könnte oder kann, nach Gusto. Ja, der Fluss ist ja auch relativ weit entfernt, Theta Sigma.
Da bleibt schon mal ein bisschen was trocken vielleicht. Aber wir kommen ja noch zu dem Blätterwerk. Obwohl das natürlich immer der Horror an diesen Sets ist. So, jetzt kommt erstmal der zweite Baumstumpf. Wieder der Nachteil, das liegt natürlich an diesen Pin-Verbindern, ist natürlich immer dieser Spalt, der aber aus produktionstechnischen Gründen da enthalten sein muss. Ja, wegen der Hinterschneidung, wo der Pin einrastet. Sonst würde man das nicht gegossen bekommen. Aber schön ist es halt meistens nicht. Man kann sich nur darauf beschränken, es immer dahin zu drehen, wo man es nach Möglichkeit dann nicht sieht. So, das kommt so. Ja, nee, ist eine coole Funktion, finde ich, mit diesem Umsetzen. Ist natürlich, dadurch, dass es gar nicht in irgendeiner Weise fixiert wird, vielleicht so ein bisschen lapprig. Aber ich glaube, das Set ist sowieso nichts, was mir jetzt irgendwie ein Kind in die Hand drückt, das damit durch die Wohnung rennt zum Beispiel. Oh, da war Tube drin. Und hier der letzte. Und dann ist auch schon der zweite Stamm fertig. Ne, die erste fehlt noch. Ach nee, hier geht nochmal Abgang. Kommt dann in der letzten Tüte. Hoffentlich kein Baum mehr. Ups. Mal gekonnt fallen gelassen. Ja, sieht noch gut aus. So, also zweiter Baum, selbes System. Wird hier dann einfach eingelassen, aber auch das könnte man natürlich überall an andere Stelle hinsetzen. Ich weiß nicht, ob es so eine Vorder- oder Rückseite gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen von der Blickachse her wahrscheinlich die Vorderseite. Obwohl, da passiert ja eigentlich ein bisschen mehr. Oder man stellt es einfach in die Mitte auf den Tisch. Ich glaube, so eine richtige Vorder- oder Rückseite gibt es gar nicht. Weil, wenn man von der Seite schaut, sieht man natürlich das Teehäuschen nicht. Dafür sieht man halt hier die geöffnete Fläche ein bisschen mehr. Hier sieht man den Eingang und vielleicht geht dann das hier hinten so ein bisschen unter. Ist wahrscheinlich alles möglich am Ende. So, Spezi ist noch da. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Horrorshow. Ja, 17 Mal dieses Blätterding bauen. Gar kein Bock. Aber das machen wir jetzt schnell, weil dann haben wir nur noch Tüte 11 und dann ist das Ding nämlich fertig. Aber jetzt bauen wir mal ganz schnell 17 Mal. Hossa. A balance of elements like water, carefully selected plants, different uses of rocks helps create a tranquil environment in your garden. Okay. Alles hier. Sinnmäßig unterwegs. Also das wird jetzt eine Belastungsprobe auf jeden Fall, 17 Mal zu bauen. Aber das ist natürlich immer so, wenn irgendwas mit Blätterwerk kommt bei Lego. So, jetzt erstmal hier ein Master bauen. So, da waren es jetzt nur noch 16. Aber das ist sowas, ich weiß nicht, wem das Spaß macht. Ob es überhaupt jemanden gibt, der diese Sachen dann total gerne macht. Also diese sehr repetitiven Blattwerkerstellungen finde ich immer hochgradig müßig. So, zwei. Sind ja nur 15. IBAA. Und jetzt zu sagen, wir lassen es weg, ist natürlich auch blöd. Weil dann schmälert man ja das Gesamtergebnis am Ende.
Aber zum Beispiel, das war ein Grundtäter Sigma für mich, warum ich auch nicht wild auf den Eiffelturm war. Weil der sieht halt einfach nach Bauspaß null aus. Aber es ist wahrscheinlich immer so ein bisschen persönliche Referenz, auch so ein bisschen. Also Präferenz. Ob man das mag oder halt eben nicht. Aber wie gesagt, ich bin da, glaube ich, Langzeit geschädigt durch das Taj Mahal. Das hat mich sehr nachhaltig beeinflusst, der Bau damals. Und mich dann halt auch direkt Abstand nehmen lassen von Big Ben, der ja auch so repetitiv ist. Weil ich finde, Abwechslung darf sein. So, aber wir haben ja schon 5 Stück, damit schon 30%. Tendenz steigend. Das wäre natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen vorgebaut hätte, wo man gesagt hätte, habe ich schon mal vorbereitet. 16 von 17. So, 6. Ah, aber zum Beispiel die Füße vom AT-AT habe ich auch damals. War ja noch mein erstes, glaube ich, wirkliches. Nee, es war nicht das erste Großprojekt, weil kurz davor war ja die Titanic. Aber auch die Füße von dem AT-AT hatte ich ja damals vorgebaut. 3 Stück von 4. Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, dass der AT-AT sowieso jetzt vom Bauspaß her sehr, sehr überschaubar war. Aber das hatte sich ja auch schon so ein Stück weit angekündigt aufgrund seiner Bauart, also auch des Vorbilds. So, das sind 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, also alle verbauen. Ich hoffe doch zumindest, dass in der letzten Tüte kein Baum kommt. Na, irgendwas ist dann auch, was so baumähnlich aussieht. Aber zumindest nicht in der Masse, wie das hier bei diesem Bauabschnitt ist. Und vor allem, weiß nicht, wer es kennt, da werden einem immer auch die Finger so mit der Zeit so ein bisschen schlaff. Wenn man hier diese Sachen auf die Limbs prügelt. Ich hoffe nur, dass mir hier kein Fehler unterläuft und irgendwas nicht stimmt, weil dann ist mich der Fehler gleich 17 Mal getan. So, das ist der untere. So, der war falsch, der muss hier hin. So, Final 5. Und dann geht der Spaß weiter. Wie gesagt, das nächste Projekt, wie gesagt, wenn ich es bekomme, wäre die Kamera. Da wäre ich mich auch sehr gespannt drauf. Die sieht nämlich auch ganz cool aus. Wäre mal auch mal wieder der Zeitpunkt, als Deko Mickey und Minnie rauszuholen. Die baubaren Figuren, die sich ja nicht so der Beliebtheit erfreut haben. Sind ja auch dann letztes oder vorletztes Jahr EOL gegangen. Ohne dass denen jemand eine größere Träne nachgeweint hätte. Aber die passen halt so ein bisschen thematisch dazu. Manche fanden sie einfach nur grausig. Aber man muss sagen, zum Beispiel ohne die Mickey und Minnie hätte es auch diesen Spaceman damals nicht gegeben, weil mich von der
oder von dem Set nämlich diese 4x4 Quarter Domes stammen, die es nämlich nur in diesem Set in Rot gab. Ist jetzt aber in diesen Ikonen der Bösewichter ja auch wieder aufgetaucht. In dem Apfel. Und wenn wir vielleicht Jonas Kramm Pilzhaus sehen in der Auswahl von dem Prickling Designer Programm Series 2, er hat es ja dann ohne die auch geschafft zu bauen, weil es die halt eben zwischenzeitlich nicht gab. So, Finale. Letzter Zweig und dann geht's weiter. So, 17 Mal. Jetzt muss das alles noch dran. Das ist wieder so, man schaut, ob es irgendwelche Ausrichtungen gibt, aber ich glaube, im Endeffekt ist es wurscht. Sondern man prügelt das hier einfach drauf. Nur mal schauen, wo die das hier festmachen. Ich glaube, die machen das hier immer in die Mitte. Also ich werde jetzt nicht anfangen, versuchen, das auszurichten. Hier auf dem Bild. Kann man in einer langweiligen Minute machen. So, da kommen auch welche ran hier. Ich hoffe, das kommt hier an jeden Ast, nicht, dass es dann am Ende zu wenige sind. Joa. Sitz wackelt und hat Luft. Vor allem das Problem immer bei Pflanzen und mir ist, ich habe überhaupt keinen grünen Daumen, so null. Und so immer dann ein sehr exotisches Erlebnis. So, jetzt, ach, da drüben ist nochmal ein Ästchen. Und jetzt nimmt das natürlich auch so ein bisschen an Volumen zu, das Set, weil natürlich diese ganzen Bäume, wie gesagt, das ist jetzt nicht ausgerichtet, das ist einfach nur wild drangehauen, nochmal ganz schön hier Volumen nach oben hingeben. Ja, und wie gesagt, ja, wir üben nochmal, könnte man jetzt einfach umstellen auf die andere Flussseite. Das ist echt eine coole Funktion. Und man kann ja theoretisch auch die Ausrichtung ändern, indem man es einfach um 90 Grad dreht. Auch möglich. Also das ist echt eine coole Spielfunktion, hätte ich fast gesagt. Die Disney-Kamera, genau. Die mit dem Dumbo ist dabei und Bambi. Figuren. Und jetzt Tüte Nummer 11. Das Ding. Und haben wir hier was Besonderes dabei? Ja, wir haben mich dabei diese Pagodenecke, die wir am Anfang von dem Dach hatten, in Dark Brown, hier in Dark Bluish Gray. Also das ist schon mal Judah Yevin. Und wir haben den Farn, den es ja seit Bruchteil gibt, in Dark Green. Und damit haben wir den Farn jetzt inzwischen in 5 Farben. 4 habe ich da jetzt mit dem Dark Green. Ja, also es gibt das normale Grün. Das ist das hier. Das kam mir mit Bruchtal. Dann das Lime gab es dann mit den Friends Sets. Jetzt Dark Green dann mit dem Garten. Dann hier nicht dabei, gibt es jetzt auch neu in Light Blue Gray das Element. Also dann nicht mehr als Pflanze. Aber als, jetzt habe ich leider keinen Bogen dabei, theoretisch als steinernes Element, weil mich zwei von diesen Bögen, zwei von diesen Blättern, wenn sie, könnte man es mal simulieren, sich mich in diesen 1x6 Bogen einfügen. Ja, wenn wir uns das Element jetzt vorstellen, dass das einfach drüben wäre, kann man sich sowas mitbauen. Genau, und dann gibt es noch das Trans Satin Schlag mich tot. Das ist aus dem
Monkey Kid Set, dem Unterwasser-Set, dieser großen Basis und dem 100 Jahre Disney Prinzessin Battle Pack mit diesen Friends-Figuren, wo ganz viele sind. Ja, wahrscheinlich die Variante, die man am wenigsten braucht. Das Dark Green ist aber echt eine coole Farbe. Und auch, finde ich so, für jetzt, wenn man irgendwie eine Landschaft baut, wahrscheinlich die, die man am besten gebrauchen kann. Nehmen wir gerne mit. Ja, Bambus in Leim, nichts Besonderes. Sonst noch irgendwas Neues dabei? Ich glaube nicht. Nö. Gut, finale Runde. Jetzt kommt nämlich erstmal dieser neue Pagodenstein zum Einsatz, um diese Skulptur zu bauen, die man dann in den Garten stellen kann. Ah, das ist hier der Pin. So, gleich viermal. Bei dem Dark Blue Gray haben wir jetzt keine Farbprobleme, das ist ja schon mal löblich. Weil ja auch die Grautöne waren ja schon mal bei Lego. Kurz auf Abwägen. AT-AT hatten wir das Beispiel. Wo dann Lego auf einmal mit so Farben, mit denen sie noch nie Probleme bekommen haben. Man sieht hier schon einen Nachteil, und zwar, weiß nicht, ob man das so wirklich sehen kann. Dadurch, dass die Teile natürlich nur an einer Noppe befestigt sind, kann man sie so ein bisschen in sich verdrehen. Und dann haben die so eine Stufe drin. Also muss man sie so ein bisschen ausrichten, sodass es sauber aussieht. So. Geschehen. Nächste Ebene. Also es geht immer ganz stumpf, monoton und so weiter. Das ist einfach dieser 2x2 Technik Brick mit diesen Rillen. Seite, also Laufschienen. Aber ich habe am Anfang gesagt, das wäre so ein cooles Set, was man irgendwo so hinstellt, auch so Nicht-Lego-Freunde. Dafür ist schon fast wieder zu groß gefühlt. Als dass man das einfach mal irgendwo so hinstellt. So. Egal. Auf jeden Fall diese Skulptur, diesen Pagoden, soll ja Stein darstellen, ist fertig. Und die stellt Lego, wo stellen sie die hier hin? Vielleicht soll ich da. Bei Lego kommt die hier vorne rein. Ja, auch wieder theoretisch natürlich überall reinsetzbar. Ja, kann ja auch den Baum hier vorne hinstellen. Oder wenn halt das Gespräch oder die Telco mal langweilig ist, kann man seinen Garten etwas umdekorieren. So, jetzt war das. Ah, und jetzt sehen wir mal eine Bautechnik, die gab es schon mal so ähnlich mit den Palmenblättern, auch bei Friends. Wie man hier so einen Baum auch bauen kann. Also so eine Tanne, so irgend sowas. Fichte, keine Ahnung, was es sein soll. Mit den hängenden Blättern. Indem man die einfach upside down verwendet. Aber erstmal wieder die Basis bauen. Ja, das ist immer Schema F. 2x2 Technik Bricks. Und dann Fliese drauf und Plate unten drunter. Warum bläst denn der Rechner so? Wir haben heute noch nicht mal die PDF-Anleitung. So. Dann hier die Bar. So, das ist das Fundament des Baums, also der Stamm. Und jetzt wird 7-mal dasselbe Element gebaut. Ja, also Grundlage ist dann so eine 2x2 Roundplate, auch in Dark Green. Dann kommen die 4 Fahne, jeweils im 90 Grad Winkel. Und da kommt dann halt so eine 2x2 Round Jumper Reddish Brown drauf. Damit ist das erstmal stabil.
Und die werden dann einfach kopfüber da drauf gestapelt. Aber das ist nochmal 6 mal. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Also auch wieder so ein bisschen monotonerer Bauschritt. Also ich glaube, wir werden nicht vor dem Tageswechsel fertig werden. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich hoffe, ihr seid noch nicht alle im Koma oder habt einen Schlaganfall vom Zuschauen. Aber es wird kurz nach 12 fertig sein. Dabei wollte ich noch ein bisschen hier Lego sortieren heute Abend. Weil ich habe mich festgestellt, immer wieder Teile kaufen, aber sie nicht wegsortieren in die Sortierkästen, führt irgendwann zu dem Problem, dass man doppelt und dreifach Sachen kauft. Und das ist unpraktisch. So. Zweimal. Und dann noch. Noch zweimal. Ups, Papier. Aber was ganz cool ist, dass wir hier natürlich nicht nur diese Standardblätter, Bäume haben, sondern halt auch mal noch so eine Tanne, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob eine Tanne so typisch japanisch ist. Aber ich denke mal, Lego ist ja schlauer als ich. Sehen. Nice. Geht noch die Batterie von der Maus auch noch leer. Wird noch reichen für den Endspurt. So, und diese Blätter werden jetzt immer, wenn ich es richtig sehe, so ein bisschen um 45 Grad versetzt. Ja, dass man halt so ein bisschen einen Kranz bildet im Endeffekt. Da natürlich die Blätter auch selber. Ja, die sind zwar um 90 Grad angeordnet, aber natürlich sind die drehbar, weil sie nur mit einer Noppe befestigt sind. Hat das natürlich alles sehr, sehr viel Spiel. Aber das ist gar nicht schlimm, weil Natur hat ja auch mal sehr, sehr viel Spiel. Und es muss ja nicht alles perfekt sein. Aber jetzt müssen wir erstmal hier... Ne, ist noch alles richtig. Kommt dann auch mal irgendwie so eine... Ne. Weil die Bar hier oben natürlich dann nicht mehr durchgeht. Und das dann so ein bisschen fragiler wird. Noch einmal... Topplate. Ist das so richtig? Jo. Ja, das obere Ende ist vielleicht so ein bisschen, weil sie halt immer gestapelt werden. Ja, und jetzt sieht natürlich das eine Blatt hier, das hier sieht so ein bisschen fehlplatziert aus und runter fällt es natürlich nicht so auf. Vielleicht hätte man auch einfach mit diesem, na, sieht auch nicht besser aus. Man hätte ja mit diesem Cone, mit der Struktur vielleicht irgendwie so eine Dachkrone bauen können. Aber das wäre natürlich dann auch wieder so ein sehr Kompromiss gewesen. So, jetzt kommt erstmal hier Tanne rein. Neben die Skulptur. Und jetzt kommt noch Bambus als nächstes. Hier. Ups, Kante hier. Ein dreiblättriger Bambus. Und was ist das letzte Element? Oder bauen wir das doppelt? Irgendwas Buschiges, weil wir haben noch Blätter. Ach, ein Mini-Bäumchen. Dann tun wir das, weil dann sind wir nämlich für heute durch. Ja, natürlich, mit dem Maßstab ist immer schwierig.
Das war jetzt auch keine Elementarkritik. Ich finde aber die Bautechnik generell ganz cool mit diesem Fahren, dass man da einfach so ein Bäumchen draus zimmert. Was ich schlimmer finde, ist hier, dass wir wieder diese Balljoints natürlich nicht in grün oder halt in irgendeiner passenden Farbe haben, sondern gibt es ja immer nur in Light und Dark Bluish Gray. Das ist leider optisch immer so ein bisschen so ein kleiner Killer. Und es wäre einfach schöner, wenn Lego irgendwann mal auch diese Teile in Farben bringt. Dinos würden sich freuen. Alle würden sich freuen. Ne? Was ist denn da los? Ein bisschen viel Widerstand. So. Der Bambus war auch so ähnlich, glaube ich, gebaut bei, war das der majestätische Tiger? Irgendwo hatte Lego schon mal so eine ähnliche Konstruktion. Ich meine auch mit diesem Balljoint. Aber es kann sein, dass ich mich da gerade täusche einfach. So, Nummer uno. Und dann noch zweimal. Ne, noch dreimal. Das sind drei Blätter. Aber ich glaube, sie werden jetzt hoffentlich nicht immer so teillastig sein. So. Also das geht echt so ein bisschen schwer drauf, der Bambus. Auf dem Bambus. So. Zweiter Bambusstängel. Der Schwachpunkt dieser Bambusstängel ist natürlich hier in dem Bereich. Ja, weil hier haben wir diese 5,5 Bar, die einfach in den Kron gesteckt wird mit der Plate Round, einmal eins mit dem Loch. Und unten drunter kommen dann die Kerzenelemente. Man merkt richtig so, wenn man die Bambus so drauf drückt, dass es sich hier so ein bisschen durchbiegt. Aber durchbiegen, Flex, ist nicht nur bei Technik-Sets wichtig, sondern auch bei normalen Lego-Steinen, damit sie mich nicht kaputt gehen. Aber es macht kein gutes Gefühl. Es wirkt zu weich. So, jetzt kommen nochmal hier zwei kleine. Und dann das Einzige, wo man beim Bambus immer so aufpassen muss, also bei diesem Element mit den drei Blättern, dass man die Blätter nicht abknickt. Weil die gehen in der Tat kaputt, wenn man es drauf anlegt. So. Und der letzte. Und dann kommen wir zum letzten Element und dann sind wir fertig. Einfach mal fast 1400 Teile heute gebaut. Anders als ursprünglich geplant. Aber umgebracht hat es unsere Männer auch nicht. Und dabei läuft der Stream noch gar nicht so lange. Wir haben ja relativ spät angefangen heute. So. Et voilà. Der Bambusch. Und der kommt dahin. Also so ein bisschen von der Ausrichtung her wirkt es doch so, als ob Lego, glaube ich, davon ausgeht, dass man eher von dieser Seite drauf schaut. Weil wir halt die großen Bäume hinten haben, dann hier vorne eher mal was Flaches und den großen Bambus dann wieder da hinten. Und jetzt fehlt noch der letzte kleine Baum. Und viele Teile liegen ja hier nicht mehr. Auch schön immer diese, ist jetzt nicht neu, aber diese kleinen dreiblättigen Blätter auch in Dark Green. Kleiner Dark Green Fan.
sieht man hier fast nicht. So, einmal. Dann kommt hier noch ein Fahrradhalter dran. Ja, Fahrradlenker als Astverzweigung. Hatten wir jetzt ja bei der Corvette vorne als Kühlergrill-Umrandung. Also auch ein Universalteil de facto. So, es kommt auf den Fahrradlenker nochmal ein Fahrradlenker. Und da kommt noch ein Plättchen drin. Wo ist denn da noch ein Blatt? Man sieht das ja kaum. Also Dark Green ist auch... Ich frage immer, ob es an meinen Augen oder an dem Licht hier liegt. Aber man sieht eigentlich überhaupt nicht die Teile da auf der Anleitung. So. Wie rum war das? So rum. Fahrradlenker einmal hier. Und dann... Finito. Wie rum machen die das? Eigentlich wurscht. So in Richtung Brücke lehnt. Habemus Zengarden an diesem Punkt. Und wir sind durch. Wer noch lebt und noch Puls hat, kann sich jetzt das Endergebnis nochmal kurz anschauen. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Ich finde, es sieht richtig cool aus. Und wie gesagt, ich bin natürlich aus der Warte jetzt, ich habe hier für 68 Euro das Set gekauft. Das muss man natürlich auch eurerseits immer so im Hinterkopf behalten, weil das natürlich jetzt mein subjektives Erfinden ist. Ich habe nicht 105 Euro dafür bezahlt. Aber ich finde, das Ding sieht echt schick aus. Und wie gesagt, das kann man irgendwo hinstellen, wo auch normale Leute hinkommen. Also nicht nur Lego-Nerds, die dann denken, was ist denn mit dem los? Nein, richtig so zivil. Und man kann sogar noch, wie man möchte, rumoperieren an einem Set. So ein bisschen, gut, die Kombination geht es nicht. Dafür ist dann der Baum so ausladend. Aber fehlt ja nicht irgendwie noch ein Blatt? Ah, hier. Es gibt doch sehr, sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Ja, oder mal hier den Baum wieder nach außen laden auf die Seite. Dann die Tanne hier hinten vielleicht hin. Bambus ein Stück nach vorne. Dann kann man hier wieder den Baum hinstellen. Und ihr habt theoretisch immer wieder ein anderes Set. So, wir haben jetzt so ein bisschen grün geweckt, Schwerpunkt auf der Seite jetzt generiert. Und dadurch wirkt es halt immer gleich so ein bisschen anders. So, wie rum war das jetzt nochmal richtig? Ich baue es noch einmal zurück. Und das ist echt eine coole Funktion. Was in der Tat so ein bisschen leicht immer abgeht, sind hier diese kleinen Bäumchen, die hier rumstehen. Wo war der hier? Ich glaube, der war hier irgendwo. Nee. Nee, der war hier hinten irgendwo. Da war die Grümpelbude. Und hier die Tanne. Nee, so rum. So rum. Also man kann sich auf jeden Fall damit unheimlich lange beschäftigen. Ich bin froh, dass ich nicht diese Qualitätsprobleme habe mit dem Dach, wie sie Ferdinand hatte. Wie gesagt, man sieht so ein bisschen leicht, dass die Ecken so ein bisschen mehr so einen Rotstich haben, also mehr reddish brown sind als dark brown, aber nicht in dem Maße, wie das bei Ferdinand bei den Bildern des Horrors war. Ja, also das ist auf jeden Fall weniger problematisch. Man sieht, hat einen leichten Farbunterschied bei den Ecken, aber da es nur die Ecken sind, könnte es auch Absicht sein. Kleines T-Ecken, also ein T-Häuschen mit diesen Schalen und den, ja, alles, was man so für die T-Zeremonie braucht, dort drin.
Und die Minifigurenfrage war ja am Anfang gestellt. Ich würde mal behaupten, so wie wir oder was wir jetzt gesehen haben, ist das 100% minifigurentauglich. So, stellen wir hier Captain Redbeard hin. So, Löwenritter passt theoretisch auch auf die Brücke, kann sich auch im Geländer festhalten. Na, klipp dich rein. Ja, müssen wir jetzt noch so ein bisschen ausrichten. Und weil es so schön ist, im Eingang zum Teehaus steht noch ein Wikinger. Also ich finde, das ist definitiv Minifigurenmaßstab. Also spricht auch nichts dagegen, das Ding einfach auf eine Baseplate zu hauen und irgendwie als Appendix irgendwie in die Stadt einzubauen. Oder man lässt es halt einfach so, wie es ist. Und lässt es in dieser Schüssel. Man kann sich auch überlegen, weil eigentlich das Konzept mit diesem kleinen Blumenkasten oder was auch immer das sein soll, man kann ja auch theoretisch was komplett anderes drauf bauen. Oder so in dieser Art. Ja, dass man so kleine Tischvignetten oder die Rahmen baut, ist eine coole Idee. Und wie gesagt, ich bin bei Dennis, diese Umsetzfunktion, die ist echt geil. Weil das war mir vorher gar nicht so klar, dass man das hier so wirklich modulartig umbauen kann. Und man ist geneigt zu sagen, haben sie gut gemacht. Die von Legos, die Leute. Und wie gesagt, rutscht nicht. Einzige, was halt labil sind, sind diese Bäume. Weil die halt einfach, dadurch, dass sie nur mit einer Noppe befestigt sind, leicht mal abgerissen sind. Wird auch noch mit Sicherheit häufiger passieren. Schönes kleines Ausstellungsstück. Ich glaube, so können wir das schlussendlich stehen lassen. Und ich würde sagen, dann beenden wir diesen Stream heute, der jetzt wieder warten doch länger ging als geplant. Wir aber dafür auch das Gebäude fertig haben. Also das können wir als gutes Ergebnis, glaube ich, so stehen lassen. Jetzt haben wir den 15. August. Also ich denke mal, wir werden uns nicht mehr so oft sehen vom September, aber Kamera auf jeden Fall versuche ich mal. Oder wir bauen noch mal, oder wir fangen an mit der Kantine. Weil ich hatte jetzt die Wahl, entweder sie endlich mal wegzuräumen oder sie aufzubauen. Und ich glaube, wir werden sie aufbauen. Und dann würde ich sagen, jetzt wo wir schon am Dienstag sind, allen denjenigen, die heute einen Feiertag haben, habt einen schönen Feiertag. Macht euch nicht kaputt, sondern entspannt gut. Alle, die heute arbeiten müssen, Mitleid und so, habt ihr auf jeden Fall. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Wie gesagt, wisst ihr Bescheid. Und ja, habt eine gute Nacht. Bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau so. Hat Spaß gemacht, wie immer. Star Wars geht immer. Das stimmt auch. Und Cantina sind viele coole Figuren dabei. Everybody knows. Dann machen wir jetzt Endscreen. Also, gesund bleiben. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Wer es noch nicht getan hat, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal und jetzt Ende. Und danke fürs Zuschauen, wie es da geschrieben steht. In diesem Sinne. Oh, gehen wir jetzt alle schlafen. Ciao, Kakao.